Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 33. Wir nehmen auf am 19. November. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, hallo liebe Hörer, ihr habt uns sicher schon vermisst. Die Pause war ein wenig länger bei uns. Wir hatten kürzlich etwas technische und dann terminliche Schwierigkeiten, deswegen hat sich's jetzt ein bisschen verzögert. Aber es ist ja gerade noch Länderspielpause und dann habt ihr noch eine Gelegenheit, die euch mit unserer neuen Folge hier zu versüßen. Heute haben wir natürlich wieder ein bisschen was aus der Groundhopping-Welt mitgebracht. Wir sprechen vielleicht nicht mehr ganz so lange, aber wir sprechen über die letzten Spiele. Da haben sich jetzt ein paar angesammelt. Werfen einen Blick auf die Tabelle, gucken natürlich auf die nächsten Partien und was auch sonst noch so rund um den SVW los ist, wollen wir auch noch mal kurz besprechen. Und schon in wenigen Stunden seid ihr auch schon wieder durch mit dem Thema. Also, los geht's, wie immer, mit dem Groundhopping. Und die Sonja darf mal als erstes erzählen, wo sie schon wieder unterwegs war. Ja, ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen, weil ich habe mit Freude festgestellt, ihr habt beide auch was in die Liste eingetragen. Das heißt, wir waren mal ausnahmsweise alle drei unterwegs. Aber wir haben das letzte Mal aufgenommen, da war ich gerade in Dänemark und kam ja frisch vom Brøndby-Spiel. Und da war ich natürlich noch nicht am Ende da oben in Skandinavien. Da bin ich am nächsten Tag nach Helsingborg gefahren, habe mich in den Zug gesetzt und bin rüber nach Schweden. Warte mal, Moment, da muss ich gleich mal einhaken. Du bist Zug gefahren? Ja, weil, also das ist ja die Öresundbrücke, über die du dann fährst. Und das ist schweineteuer, wenn du da mit dem Auto hin und zurück fährst. Aha, also preislich kriegt man dich dann schon. Das nächste ist ja dann noch, dass du Fahrrad fährst. Darauf warte ich ja noch. Und ich habe sowieso direkt an dieser einen Station vom Öresundzug auch das Hotel gehabt, von daher okay. War das leider wirklich die beste. Hat sich das angeboten. Na gut. Okay, Helsingborg. Wie heißen die? Helsingborg EF, ist das so? Helsingborg EF, ja. Oder Box, okay. Die spielen oder haben diese Saison zweite Liga gespielt. Hab dann auch nach einigen Vorberichten, die ich versucht habe zu lesen, kapiert, dass sie an dem Tag um den Aufstieg gespielt haben. Also mit einem Sieg wären sie einfach sicher durch gewesen. Es war, glaube ich, so der vorvorletzte Spieltag. Und was machen sie? Sie spielen nur unentschieden. Ha, gegen wen denn? Gegen Halmstads BK. Tja, also sind irgendwie, erste Halbzeit ging noch nicht so viel zusammen. Da sah es ein bisschen so aus, als wie, ja gut, geht halt um was. Und klappt noch nicht so richtig viel. Zweite Halbzeit sind sie in Rückstand geraten, haben dann relativ schnell den Ausgleich gemacht und jeder im Stadion dachte irgendwie so, ja komm, jetzt läuft's, jetzt schießen die irgendwann auch das Siegtor und dann ist hier große Party, aber es ist halt einfach nicht passiert. Wie sind da die zweite schwedische Liga? Ist das auch eingleisig? Spielen die da über das ganze Land oder ist die geteilt? Weißt du das? Also so wie ich das gesehen habe, ist die auch eingleisig. Ah ja, okay. Bei Halmstad, ich überlege gerade, ist das nicht relativ weit im Norden, aber oder verwechsel ich das? Naja, ist auch egal. Du stellst wieder. Ja, wir wollen doch auch was lernen hier in dieser Rubrik, wenn du schon so weit unterwegs bist. Ja. Ihr merkt euch das doch eh nicht. Das macht doch nichts, aber man kann es ja nachhören. Auf jeden Fall schön, dass Sonja es kurz halten wollte. Ja. Ja, ich hab wieder so blöde Fragen gestellt. Blöde Zwischenfragen. Okay, dann erzähl uns doch schnell was zum. Ich hab's für dich nachgeguckt, es ist gar nicht so weit von Helsingborg weg. Na gut, okay, dann ist ja ein Derby. Also, dass ich eine Karte dafür gekriegt habe, so ein Zufall. Ja, richtig. Helsingborg, lohnt sich denn da das Stadion? Müssen wir da unbedingt mal hin? Das Stadion ist eigentlich ganz schick, auch ein bisschen größer. Doch, das war nicht so schlecht. Es war dann natürlich auch viel los, dadurch, dass sie hätten was holen können, weil das, glaube ich, auch für die zweite Liga sehr gut besucht, ohne dass ich jetzt Vergleichszahlen habe, aber ja. Kann man schon machen. Und jetzt, wo sie dann jetzt wieder Erste Liga spielen, weil sie sind dann vier Tage später ohne eigenes Zutun aufgestiegen, was natürlich so das Blödeste ist, was hier passieren kann, wenn man aufsteigt. Auf dem Sofa. Ja. Hat spielen dann wieder Erste Liga. Gab es dann Videos von dem schwedischen Jamie Vardy, wie er auf dem Sofa eine Party schmeißt? Nein.
Nicht, dass ich es gesehen hätte. Na gut, wer weiß. So tief bin ich nicht eingestiegen. Okay. Da war ich auch schon wieder weg. Da war ich, um einen Übergang zu schaffen. Ah, das nächste Spiel? Bei der Eintracht im Europapokal unterwegs. Okay. Das kann ich ja wirklich kurz halten. Das haben wahrscheinlich auch die meisten gesehen oder zumindest mitgekriegt. Die Eintracht gegen Limassol. 2-0 ganz locker daheim gewonnen. Das Heimspiel. Okay, gut. Genau. Ja, Waldstadion kennen wir alle. Das ist jetzt nicht so spannend. Genau, und dass die Eintracht gewinnt, ist ja auch normal. Also von daran hat man sich auch schon gewöhnt, ja. Ja. Und ein drittes Spiel, was ich dann noch gemacht habe, war Strahlen gegen Wattenscheid. Strahlen? Ja. Wo ist Strahlen? Ja, okay, das ist wahrscheinlich dann Regionalliga West oder was? Richtig. Genau. Weil Wattenscheid ist doch Regionalliga, ne? Genau. Ja. Und da bin ich ja noch dabei, die so ein bisschen voll zu kriegen mal endlich. Und Strahlen ist aufgestiegen. Mhm. Strahlen liegt eigentlich direkt an der holländischen Grenze gegenüber quasi von Venlo. Ah, also das muss ja kann Blindfort nicht weitern? Muss ich mir gerade mal gucken. Ja, wahrscheinlich nicht, aber es ist wie gesagt wirklich direkt an der Grenze. Also Ist jetzt so. Da sind, glaube ich, auch gar keine großen Städte mehr dazwischen. Das sind einfach, das ist einfach 5 Kilometer bis in Holland. Lass mich gerade mal gerade mal eben einen Blick auf die Karte werfen. Ja. Also, was ich dann dort gelernt habe, es schreibt sich ja Strählen, also mit AE, aber es wird wohl Strahlen ausgesprochen. Ja, das ist ja da am Niederrhein, gibt es das ja häufig da mit dieser AE-Geschichte, da so Kevela und sowas, das ist ja auch ja mit AE. Ja, da lernt man nie aus. Ja. Der ist tatsächlich bei mir im Hintergrund, hörst du den? Kannst du mal sehen, wie toll mein neues Mikro ist? Jeder mit den hört. Ja, okay. Ja, es ist. Und der Micha hat schon lange nichts mehr gesagt, hoffentlich fährt der nicht zu Micha. Das ist live, liebe Hörer. Hier wird nichts getürkt. Getürkt darf man das heutzutage noch sagen. Hier wird nichts verfälscht, würde ich sagen. Okay. Ja, und Strahlen an der holländischen Grenze. Wie war es denn da? Ich sage nur ein Wort. Frauenermäßigung. Frauenermäßigung. Das ist ja wie im Hessenpokal. Da fühlst du dich doch gleich heimisch. Natürlich, hab ich gleich Bock. Mal, weißt du, wenn sie mit der Bahn günstiger fährt, ist sie es recht, aber wenn sie günstiger ins Stadion kommt, ist sie es nicht recht. Das ist schon komisch, ne? Das habe ich gesagt, dass es mir nicht recht ist. Ich habe das völlig neutral in den Raum gestellt. Ach so. Ja. Sonja, ich habe dich noch nie irgendwas neutral sagen hören. Das. Und wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe versucht. Wie war denn das Stadion? Naja, Stadion ist da auch ein bisschen zu viel gesagt. Also zum Glück, es gab eine Seite mit Tribüne, wenn man so will. Da war aber auch dann Teil Sitzplätze und Teil Stehplätze. Aber ich war schon froh über den überdachten Stehplatz, weil es nämlich geregnet hat. Ha. Mhm. Über den billigen, überdachten Stehplatz. Okay, mit der Ermäßigung. Was hast du bezahlt? 7 Euro. Ich glaube, 6 Euro habe ich bezahlt. Oh, kann man doch nicht meckern. Habe ich auch nicht. Nein, nein. Ist es das Stadion an der Römerstraße? Ja. Ah. Das weißt du jetzt auswendig, ne? Nee, ich hab gerade mal Stadion bei Google Maps gegoogelt, bei Google Maps eingegeben. Und dann ist lustig, dann steht ein Stadion an der Römerstraße und auf dem Bild ist dann so ein Transporter und da oben drüber ist ein Schild Johannesstraße. Okay. Aber da fällt mir ein, hast du da nicht noch irgendwie ganz tolle Schlachtgesänge aufgeschnappt? Hast du irgendwas getwittert neulich, oder? Ja, da war so halt auch ein kleines Supporter-Grüppchen, das dann irgendwann zum Besten gab. Oh Gott, wie war's denn auswendig? Du hast meinen Tweet jetzt gesehen, irgendwie mit. Ich weiß es nicht mehr, da hat man es halt gelesen. Wir trinken literweise Bier und wir spritzen unseren Samen in den Unterleib der Damen. Ah. Was und, natürlich ein sehr sympathischer Fangesang ist, da kann man nichts sagen. Also, und irgendwas mit, aber irgendwas, wir sind die Jungs von der Römerstraße oder irgend sowas war doch dabei. Deswegen, ja, deswegen so, genau. Habe ich die Assoziation jetzt noch. Stimmt, das war, ja genau, das war die Klammer um, also aber das, ja. Was sie uns das eigentlich sagen auch. Wollten, war ja was anderes. Ja, okay. In der Gesänge gibt es wahrscheinlich auch die Ermäßigung. Das habe ich mir dann auch gedacht. Aber wer so drollig unterwegs ist. Da ist ja dieses tolle Schild. Bist du da auch reingegangen mit diesem grün-gelben Tor? Oder
Ich glaube schon, wenn das die Seite ist, von der ich auch ein Bild getwittert. Da steht, also nee, ich wüsste jetzt nicht, ob es da andere Maps. Seiten gibt. Gerade bei Google Maps, da steht halt Kasse 1, Kasse 2, da sind halt so zwei Türen und dazwischen steht Parkplatz Vorstand. Ja, genau. Schön. Das sieht sehr nach sehr amateurhaft aus. Ja, naja. Gut. Ja, um den Eindruck noch abzurunden, es gab einen Spieler, Adrian Schneider hieß der, der hat 2 Tore geschossen. Und wie ist das Spiel ausgegangen? Ja, wenn du so fragst, 1-1. Richtig. Okay. Beide Tore nach Ecken, kann man noch dazu sagen. Beide Tore nach Ecken. Also, okay. Cool wäre es, wenn er noch ein Torhüter wäre. Ja, nee, aber leider nicht. So irgendwie das erste sich selbst reingelegt und dann in der Nachspielzeit auf der anderen Seite. Dann stürmt. Ja. Okay. Gut. Das war die Regionalliga. Das war der Abschluss deiner Runde. War das alles in einem Aufwasch? Nee, das waren 2 Touren, ne? Das waren 3 Touren. Ja, gut, nach Frankfurt ist ja jetzt keine Tour in dem Sinne, ne? Okay. Gut, dann. Micha, du warst auch im Ausland unterwegs. Yes. Na, erzähl mal. War ich. Ist jetzt auch schon wieder irgendwie. Schon wieder ein paar Wochen her, ja. 3 Wochen, 2 Wochen. Ich war in England, beziehungsweise in London. Hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal in der letzten Folge. Ich glaube, du hattest es schon ein oder vielleicht sogar schon zweimal angekündigt, dass wir uns da drauf, oder wir haben uns da drauf gefreut, ja. Genau, also es war so, dass ich Samstagmorgens halt nach London geflogen bin und dann an dem Samstag, ich hatte ja mal kurz überlegt, ob ich 2 Spiele schaffe, aber die waren tatsächlich in den ersten, in allen Ligen zeitgleich die Spiele. Und dann war ich bei Fulham gegen Bournemouth, also Craven Cottage. Sehr schön. Der war noch nicht da. Ja. Gunnar, warst du ja auch schon mal da? Ich war schon mal da, ja. Genau. Und hatte ja noch den netten Nebeneffekt, dass ich den Weltmeister André Schürrle. Ah, hast du einen. Sehen durfte aus nächster Nähe. Hast du wie angekündigt ein Plakat hochgehalten? Schü, schenk mir dein Trikot? Nee. Schade. Nee, habe ich ja nicht. Es war auch so, dass. Ich hatte ja, wir saßen hinter dem Tor, Reihe 1. Mhm. Also vor uns war dann tatsächlich nur diese Rückseite der Bande. Aber man konnte drüber gucken, ja? Genau, also wir saßen dann halt noch etwas tiefer, saßen dann halt so gelangweilte Ordner, die dann, es war, ich weiß, ich will jetzt nicht lügen, aber 5 Grad. Also so gefühlt zumindest. Mhm. Es war schon sehr kalt. Und die haben ja die Seiten so ein bisschen offen, ne? Also sprich, die haben ja 4 Tribünen und so die Ecken, ja. Mit den Eckfahnen, so die Ecken. Ja, und das ist direkt unten an der Themse, da zieht dann so die Feuchtigkeit hoch. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Also man läuft dann ja auch ein bisschen weiter von der U-Bahn, aber schön halt am Ufer entlang der Themse und ja, wie gesagt, saß dann hinter dem Tor und es war halt einfach kalt und keine Sonne und ein bisschen Niesel zwischendurch. Es war sehr ungemütlich und im Endeffekt gut, Fulham steht hinten drin und Bournemouth spielt recht weit oben mit. Die haben das Ding dann auch, also Bournemouth hat dann auch 3-0 gewonnen. Sind auch 2 Tore auf also direkt bei uns gefallen. Und was halt ganz cool war, neben uns auf der Tribüne waren halt auch die Fans von Bournemouth. Und das war dann im Endeffekt noch ganz gut, weil die halt schon auch ganz gut Stimmung gemacht haben. Also so, würde ich jetzt mal so sagen, für vielleicht sogar für englische Verhältnisse oder Premier League-Verhältnisse. Warte mal, ist das Premier League oder ist das? Das ist Premier League. Also Fulham ist aufgestiegen. Letztes Jahr wieder. Bournemouth spielt auch Premier League. Siehst du? Die sind Sechster oder so. Komm. Zum Glück habe ich überhaupt keine Ahnung von der Premier League hier. Ja, das ist so das erste Team, das nach den großen Mannschaften, das hat man während dem Spiel auch gesehen, dass die,
dass also das Fulham schon mehr so, also das Spiel also sehr limitiert war und das sah bei denen sehr viel strukturierter aus, ja. Also im Endeffekt, gut, man hat da ja dieses Ding, dass man, also wir haben uns dann, ja, es hat dann doch ein bisschen gedauert, bis wir da waren und dann haben wir auch dann direkt auch andere Deutsche halt Deutsch reden hören und ich habe halt auch viele dann einfach mit Eagles Mütze oder Klamotten gesehen. Also dann hatten, ich war ja wegen dem Football da am nächsten Tag hauptsächlich und die Idee hatten dann halt noch mehrere halt, sich am Samstag ein Fußballspiel reinzuziehen. Von daher waren da wohl dann auch einfach viele, wie es ja generell in England ist, viele Touristen, die dann eben mal ein Spiel sehen wollten. Ja, also ich sehe gerade, Bournemouth ist Sechster mit 20 Punkten jetzt. Also hinter City, Liverpool, Chelsea, Hotspur, Arsenal kommt dann direkt Bournemouth und Fulham ist halt, ach, die sind jetzt sogar Letzter, okay. Okay, also war eine, genau. Wie man sich das vorstellt, England im Herbst, eine runde Sache. Ja, genau, darfst du Bier nicht mit an den Platz nehmen und. Aber immerhin gibt's Bier, also draußen dann. Ja, genau. Okay. Zahlst du beim Bierheini mit Kreditkarte. Na ja, gut, okay. Genau. Und am Sonntag war ich dann im Wembley-Stadion und habe dann keinen Fußball gesehen, aber halt das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars. Und gut, das lief ja auch auf ProSieben, aber das interessiert hier wahrscheinlich die wenigsten. Die Eagles haben gewonnen. Das hat mich sehr gefreut. War auch ein spannendes Spiel. Und vor allem war es rechtzeitig fertig, sodass ich dann auch abends meinen Flug zurück entspannt bekommen habe. Also bin Samstagmorgen hin und Sonntagabend zurückgeflogen und das hat alles gut geklappt. Mhm. Und das Wembley ist natürlich, ist ja, also das ist natürlich schon auch ein schon groß, ne? Stadion. Ist, ja. Genau, ist natürlich das moderne Wembley, aber es ist groß, aber man hat trotzdem auch von weiter oben eine gute Sicht und genau, das ist, also die Jaguars sind ja so das Home-Team da in London, die ja jedes Jahr kommen und ach so? Das ist so Das finden die ja. Jacksonville-Fans aus der Heimat bestimmt super, oder? Gibt's das? Haben die Fans? Ich weiß es nicht. Wo ist ja, Jacksonville? Jacksonville ist in Florida. Ja. Und es ist in Florida. Mhm. Auf jeden Fall, wo es sehr warm ist. Und das ist ganz lustig. Die haben nämlich in ihrem Stadion, ich glaube, das ist auch von so einem Sponsor, haben die da auch einen Pool. Also sprich, da gibt es einen Bereich, wo dann auch Fans dann während dem Spiel und während sie das Spiel sehen, so im Pool stehen. Die stehen aber im Pool? Ja, das ist halt dann mit so einer Glasfront. Und sodass du dann im Pool sein kannst und während du das Spiel guckst. Aber das ist so wie bei St. Pauli damals mit dem, wahrscheinlich mit der Lok, wo es Essen kommt oder so, diese eine Tribüne. Das ist halt so eine Sponsorengeschichte. Aber gut, das ist ja jetzt in Jacksonville und die haben halt einfach damit die NFL oder die Franchise hat halt da einen Vertrag abgeschlossen, dass die 5 Jahre lang immer ein Spiel pro Saison dahin kommen. Mhm. Okay. Und im Gegenzug kommen dann dafür, die spanische Liga schickt dann ein Spiel dann in die USA. Nö, aber heute Abend sollte auch ein Spiel in Mexiko stattfinden, was aber jetzt aufgrund des beschissenen Rasens des Aztekenstadions dort nicht stattfindet, was dann zurück nach LA verlegt wurde. Aber ja, im Prinzip brauchen die immer halt ein Team, das ein Heimspiel aufgibt. Und der Besitzer der Jacksonville Jaguars ist auch der Besitzer von Fulham. Ah, okay. Der, wer ist das denn heutzutage? Ach, heißt der Khan? Scheid Khan oder so? Das gibt's ja. Als ich damals in Fulham war, das ist aber jetzt auch schon einige Jahre her, da gehörte das damals noch und zu dem Zeitpunkt auch schon sehr lange, da dem Al-Fayed, dem auch Harrods, das große Nee, das war der Sohn, der ist ja verunglückt. Aber der Vater, dem gehört ja auch Harrods, das Kaufhaus, und dem gehört auch Fulham. Genau, also der ist Scheid Khan. Der hat irgendwie, ich glaube, so als Autozulieferer einen Haufen Kohle gemacht. Und deshalb war auch bei dem Fulham-Spiel das Maskottchen der Jaguars da und auch ein paar Cheerleader in der Halbzeitpause. Und ein echter Jaguar?
Ein echter Plüschkostüm Jaguar. Ja, immerhin. Okay. Der bei dem in Wembley dann auch irgendwie von der Decke mit dem Bungee Seil da runtergelaufen, oh Gott, wo man sich immer nur denkt, ja, wenn das jetzt schief geht, ist es halt auch blöd für die Stimmung, aber. Ja, aber dann weißt du halt, wo es dann im Fußball dann wahrscheinlich in ein paar Jahren auch hingeht, mit diesem ganzen Scheiß. Ja, ja. Noch mich so, wenn ich das gerade höre. Noch mehr Fetzen und Kringel, die vom eigentlichen Sport ablenken. Aber gut. Genau, aber beim Football wirst du zumindest in Ruhe gelassen mit Essen und Trinken. Das kannst du dann halten, wie du willst. Und außer im letzten Viertel, da waren ja die Kioske alle zu. Okay. Und, also gut, das ist ja dann nur noch eine Stunde oder so. Genau, genau. Da war noch ganz interessant, also weil ich war da mit dem Kumpel und ich hatte halt eine Karte für das Footballspiel und er halt nicht. Und bei Fulham waren wir zusammen und der wollte dann halt da auch natürlich dass wir nebeneinander sitzen. Und dann haben wir halt dann auch vor dem Stadion noch bei so Tickethändlern, ja, zwei Tickets nebeneinander erworben und meine Ticket da in Zahlung gegeben und mein Kumpel hat den Rest noch bezahlt. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, hoffentlich kommen wir damit jetzt auch rein. Mhm. Sonst wäre es etwas ärgerlich gewesen, aber es hat dann alles geklappt, ja. Okay. Seid ihr über die Dietmar-Hamann-Bridge gelaufen? Yes. Ah, also, würde ich sagen, hast den Schuh gesehen und bist über die Dietmar-Hamann-Bridge gelaufen, hast du eigentlich alles in London mitgenommen, was so geht? Ich glaube auch, viel mehr ist nicht drin. Ja. Nee, also sonst gibt es eigentlich nichts zu sehen. Okay, ja, wo wir schon bei abseitigen Sportarten sind, dann habe ich auch noch was beizutragen. Ich war nämlich beim Volleyball. Warte, ich hol die Klatschpappe. Ja, genau. Exakt, das ist nämlich das Thema. Was war das? Das ist eine komische Klatschpappe. Pfeifen die nicht auch? Nee, die trommeln und, ach ja, keine Ahnung, spielen ständig Ballermann-Musik da ein. Nee, ich wollte ja hier schon seit Jahren mal hier in diese große Halle da am Elsässer Platz, wo hier da die Erstliga-Volleyballerinnen vom VC Wiesbaden spielen. Und jetzt war ich da kürzlich mal da, war jetzt aber nicht Erstliga, sondern halt ein Pokalspiel. Aber ja, da wird dann da halt geklatschpappt, was das Zeug hält. Und bei fast jeder Spielunterbrechung gibt es halt entweder Ansage vom Hallensprecher, übrigens der uns wohlbekannte Tobi Radloff, der früher in der Britta Arena Stadionsprecher war, der erste Hallensprecher. Oder es wird dann halt irgendwie für so ein paar Sekunden dann halt immer irgendwie so ein Ballermann-Bums dann eingespielt irgendwie. Also das ist wirklich hart an der Grenze des Erträglichen. Ja. Also das Drumherum ganz, ganz schlimm. Aber tatsächlich fand ich den Sport eigentlich ganz interessant. Also ich habe von Volleyball null Ahnung. Also ich habe das vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren in der Schule zum letzten Mal gespielt und war jetzt nie so mein Ding. Aber war es noch so, dass nur das Team punkten konnte, das Aufschlag hatte. Richtig, ja, genau. Also das ist ja offensichtlich irgendwann mal geändert worden. Ist das nicht mehr so? Nee, und auch die Zählweise ist ein bisschen anders. Nee, genau, also es zählt jeder Punkt. Nee, aber das also Volleyball gehasst als Handballer, ich hab's gehasst. Man hatte keinen Feindkontakt und am Ende waren alle Arme immer blau und lila und so, das war scheiße. Ja, das ist natürlich viel schlimmer als so beim Handball, wo halt gebissen, getreten und geschlagen wird. Ja, aber da hat man sich nicht an sich selber wehgetan, wie so ein Depp. Achso, ja, da hast du halt einen Ellenbogen vom anderen halt gehabt, na gut, okay. Ja. Naja, jedenfalls war das eine sehr interessante Erfahrung. Aber ich dachte, würdest du nochmal hingehen? Ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also wie gesagt, vom Sportlichen her fand ich es tatsächlich ganz gut. Also jetzt so gerade, also ich habe mir sagen lassen, bei den Herren gibt es nicht so viele Ballwechsel, weil da wird wahrscheinlich eher, keine Ahnung, noch mehr geballert. Aber bei den Damen, da gab es auch tatsächlich eine Menge spannende Ballwechsel irgendwie, wo sie gerade nochmal so rausholen und dies und das. Und das war schon zum Zugucken eigentlich ganz cool. Also das würde ich mir schon nochmal angucken, aber so dieses Drumherum, das war schon eher zum Abgewöhnen. Also von daher bin ich nicht sicher, ob ich das nochmal brauche. Ich hatte das nämlich auch mal überlegt, hab's aber noch nicht gemacht. Mhm. Und wenn du jetzt noch sagst, Ballermann-Musik und so. Achso, das ist für dich eher recht attraktiv. Ja, okay. Ich habe auch was Neues gehört. Also ich meine, die Ballermann-Affinen unter euch kennen das sicher, aber zwischendurch kam dann irgendwie, wie heißt die Mama von Niki Lauda?
Mama Lauda. Oh. Das kennt doch jeder. Das, nee, kannte ich nicht. Oh Leute, ey. So, aber hier unsere Musikjournalistin, die kennt das natürlich. Ich kenne alle Abgründe. Also Männervolleyball ist wirklich brutal. Also die donnern ja erstmal das Ding rüber und wenn die das irgendwie angenommen bekommen und vorgelegt, dann donnern die das zurück. Und da ist, glaube ich, Frauenvolleyball in dem Sinne wirklich, also was die Ballwechsel angeht, glaube ich, wirklich besser. Außer du hast wirklich die absoluten Top-Teams, die dann da aber ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe da jetzt keinen Vergleich. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das jetzt ein besonders gutes Spiel war oder nicht. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber also jetzt so für mich als Newbie war es tatsächlich ganz cool zum Zugucken. Ja. Haben sie denn gewonnen? Ja, sie haben gewonnen in 3 Sätzen, also 3-0 Sätzen gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Dachte ich, das ist ja auch schön eigentlich, ne? Jetzt, wenn Rot-Weiß Erfurt in der dritten Liga nicht mehr zu uns kommt, da kommt wenigstens Schwarz-Weiß Erfurt im Frauenvolleyball mal nach Wiesbaden. Das ist ja auch schon mal. Pokal. Nee, auch, die sind, glaube ich, aufgestiegen. Die spielen auch, also in der Liga werden die dann wohl auch nochmal irgendwann kommen. Die spielen jetzt auch erste Liga. Wo guckt man denn Volleyballergebnisse nach eigentlich? Also entweder auf der Seite vom VC Wiesbaden kannst du gucken, aber wenn du googelst, findest du bestimmt auch irgendwie vom Volleyballverband oder irgend sowas. Auch hessenschau.de macht da was drüber. Ich musste nämlich über das Spiel, das sich Gunnar live gegeben hat, habe ich dann die Meldung gemacht. Ja, siehst du mal. Genau. Die nächste Pokalrunde ist jetzt, glaube ich, übrigens schon, ich glaube, jetzt am nächsten Wochenende jetzt irgendwie hier. Ich meine auch, ja. Das geht relativ flott. Das ist aber, glaube ich, ein Auswärtsspiel, wenn ich mich nicht täusche. Habe auch schon wieder vergessen, gegen wen es geht. Ist auch egal. Ja. Soll aber eigentlich auch gar nicht unser Thema sein. Das war das Achtelfinale, sehe ich gerade. Ja, könnte hinkommen. Und jetzt spielen sie in Stuttgart. Mhm, genau. Geht es da nicht sogar danach um Final Four oder verwechsel ich jetzt? Nee, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht regulär bis zu einem Finale? Genau, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Basketball macht Final Four. Basketball, ja, aber ich dachte Volleyball auch. Vielleicht machen die in ihrer Meisterschaft so ein Final Four oder sowas. Laut Spielplan. Ach, keine Ahnung, ist ja auch ein scheiß Volleyball, ey. Alles Pussys, die sich nicht zum Handball getraut. Das Finale ist in der SAP-Arena vom Pokal. Ja, da war es letztes Jahr, glaube ich, auch schon. Spaß da. Da haben, glaube ich, die Wiesbadenerinnen, waren letztes Jahr nämlich, beziehungsweise dieses Jahr halt, wann war das, im März oder sowas, waren da nämlich im Pokalfinale, haben sie aber, glaube ich, gegen Dresden verloren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Okay, aber jetzt wollen wir auch nicht zu sehr abschweifen. Sprechen wir doch lieber mal ein bisschen über Fußball und zwar über den SVW in Wiesbaden. Das ist ja schließlich hier unser Hauptthema. Da gab es 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, über die wir hier kurz sprechen möchten. Es gab ein Heimspiel gegen Zwickau. Das war unser bisher letztes Samstagsspiel. Das war eine eher traurige Veranstaltung. Warte mal, Micha, du warst nicht da, ne? Du warst an dem Wochenende, glaube ich, in London. War das das? Ich war in Fulham. Genau. Und ja, Sonja, wir haben uns das angeschaut und das war jetzt nicht so richtig aufregend, oder? Wie hast du es noch in Erinnerung? Nee, nicht wirklich. Ich weiß auch nicht mehr so viel. Ich glaube, es ist aber auch fast gar nichts passiert. Also es plätscherte so dahin und dachte, okay, gut, heute läuft es halt irgendwie nicht und dann wird es wahrscheinlich auch mal nur 0-0. Ja. Hätte sich aber fast noch geändert, als Schmidt dann, glaube ich, es war wirklich so 3 Minuten vor Abpfiff oder so oder vor Ende der regulären Spielzeit, einen Elfer rausgeholt. Und das wäre natürlich ideal gewesen, also so ein ganz dreckiges 1-0. Scheffler hat aber nicht getroffen, also er hat es irgendwie wieder ähnlich versucht wie in Karlsruhe, hat, glaube ich, die Ecke nicht ganz so präzise getroffen. Ja, der war schon okay, aber der, der Torhüter wäre halt genau in die Ecke halt gesprungen, relativ früh auch. Ja. Der Elfmeter war nicht okay. Ich habe den Elfmeter gesehen, der war nicht okay. Also ich fand, der war jetzt nicht so schlecht geschossen, aber der Torwart war halt früh da unten. Mir hat eine Kollegin, die nach dem Spiel Interviews gemacht hat, erzählt, dass Scheffler wohl gesagt hätte, der wäre doch so gut geschossen gewesen. Ich fand den okay geschossen, aber also hätte man auch präziser machen können und der Torwart taucht halt in die Ecke und hat ihn. Ja, ich nehme an, der hat sich in der Spielvorbereitung das Spiel direkt davor, nämlich in Karlsruhe, eine Woche vorher, haben die sich sicherlich angeguckt und da hat er halt genau auch in die Ecke geschossen. Also hätte ich als Torwart auch versucht, erst nochmal genau die gleiche anzuzielen. Also wenn du den Elfmeter so schießt und den Torwart nicht verletzt, dann hält er den.
Normalerweise schon, der ist auch, glaube ich, nicht so groß gewesen, Der der war nicht Torhüter. festgeschossen, der war nicht platziert geschossen, der war flach geschossen. Das ist ein perfekter, also wenn der Torwart in die richtige Ecke springt, hat er den. Also es sei denn, er stellt es wirklich ganz dumm an, aber nee, also das war nämlich lustig, weil wir standen da gerade im Stadion und waren noch gerade bei der Bierheini-Schlange oder hatten gerade das Bier geholt und dann ist uns eingefallen, ach, wir können es ja gar nicht mit reinnehmen. Und dann habe ich das Kicker nochmal geguckt und dann stand es immer noch 0-0 und dann auf einmal Elfmeter für wen? Und dann stand ich da und dann so, ja, und wann geht's jetzt weiter? Und der Das Chef, der ist gemein am Kicken. verschießt. Oh, da dachte ich ja, leck Arsch. Na Ja, gut, also ich das habe dachten wir jetzt uns einen Glück, auch. ich fand, ja. Genau, ja, sehr ärgerlich. Da hätte man halt schön, wie Sonja schon sagt, einen dreckigen Sieg eigentlich mitnehmen können, weil, und das hat dann halt auch frustriert. Also bis dahin dachte ich, na gut, okay, so ein 0-0 ist zwar jetzt nicht schön und hätte auch nicht sein müssen, aber sowas gibt's halt mal. Aber dann halt wenn du die Chance so auf Silberteller kurz vor Schluss präsentiert bekommst, dann ist das schon sehr ärgerlich. Naja, gut. Was wir ja dann natürlich sofort unterstellt haben, aber alle sich vehement oder alle das vehement von sich gewiesen haben, ist nämlich, dass sie im Kopf dann doch schon ein bisschen beim Pokalspiel waren, was dann irgendwie 3 Tage später folgen sollte. Aber bevor du jetzt eine Überleitung machst, Ja. wir müssen eine Sache noch erwähnen. Okay. 1847. Ja, genau. Eine ganz besondere Eine Zuschauerzahl. verhängnisvolle Zahl. Eine verhängnisvolle Zahl. Für uns und alle drei, ja. Ja. Ja, wobei, es könnte ab nächstem Jahr eine Lösung dafür bieten, vielleicht. Oh, Teaser, Teaser. Du wolltest nichts erzählen, also jetzt halten wir uns da auch Nein, ich zurück. erzähle nichts. Okay. Um die Hörer kurz aufzuklären, wir haben es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir machen ja immer so mit den Leuten, mit denen wir so zusammen im Block stehen, ein Zuschauertippspiel. Das heißt, jeder sagt vorm Spiel oder kurz nach Anpfiff, tippt er die Zuschauerzahl. Die notieren wir auch. Und dann ist bei manchen Spielen, so wie jetzt hier so einem öden 0-0 gegen Zwickau, ist das dann der Höhepunkt, wenn dann die Zuschauerzahl verlesen wird und jeder guckt und so, und, ah, 50 daneben, oh, 500 zu viel, oh, viel zu schlecht geschätzt und dies und das. Und dieses Mal tatsächlich zum ersten Mal in den, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10 Jahren, die wir das jetzt machen, hat einer unserer Tipper, nämlich der CJ, schönen Gruß, die exakt richtige Zuschauerzahl getippt. Und das bedeutet, er kriegt von uns den restlichen Mittippern für den Rest der Saison Freigetränke im Stadion. Ja, Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Weil er mich gefragt hat, ob ich überhaupt dazu zähle, weil ich ja gar nicht mitgetippt habe. Ja, ist egal. Du, Das ist da. egal. Ja, Genau. ja. Ja, Da musst du jetzt mit durch. das ist schon was Außergewöhnliches. Ich glaube, das Beste war irgendwie so 2 daneben. Das war schon ziemlich gut, aber halt auch daneben. Aber Das war ich, tatsächlich, glaube ich. Ja. ja, ich glaube, der Volker hat auch vor Jahren schon Bringt dir mal, nichts. ja, hat auch schon mal sehr knapp daneben getippt, 1 oder 2. Also, das, naja. Volker, falls du uns zuhörst, du könntest eigentlich auch mal wiederkommen. Das nur am Rande. Ja, also das war unser Highlight gegen Zwickau. Nach dem Spiel wurde dann auch Alf Minzel dann ich glaube, war das Interview entweder von Telekom oder sogar vom Vereins-TV. Nee, das war das Vereinskanal. Vereins-TV. Genau, wurde dann gefragt, ob er denn mit dem Kopf denn oder ob er denn schon an das Spiel gegen Hamburg am Dienstag gedacht hat. Und daraufhin sagte er was. Sonja, hast du es noch parat? Komplett parat habe ich es nicht. Wenn du es vor der Nase hast, lese es vor. Nee, Das kannst du zum dann Vorlesen habe nochmal ich es auch nicht. wiedergeben. Aber sinngemäß war das, über Dienstag mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Da hätte er noch so viel zu tun. Irgendwie muss noch die Kinder abholen und die Frau hat bestimmt auch noch 30 Aufträge für mich. So ungefähr hat er es formuliert. Der Spruch, der kam dann auch, glaube ich, hat dann auch mal so die Runde durch die sozialen Medien gemacht. Ja, die Sportschau hat es aufgegriffen. Ja, genau. Die hat es dann auch vertwittert und per Kommst. Facebook und so. Ja. Genau. Genau. Ja, dann sind wir auch schon bei dem besagten Pokalspiel. Dienstagabend, Flutlicht, der HSV zu Gast. Zum ersten Mal bei uns in Wiesbaden. Und ja, es war natürlich wie erwartet
voll, also natürlich ausverkauft. Dementsprechend halt Schlangen am Eingang, Schlangen an der Wurstbude, Schlangen am Klo, überall. Gedränge im Block. Wir haben uns dann da irgendwie reingekämpft. Und was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Pierre-Michel Lasogga beendet seine Torflaute und macht irgendwann in der ersten Halbzeit das 1-0. Was war das, so 20 Minuten gespielt so ungefähr? Ich wollte gerade sagen, irgendwann in der ersten Halbzeit ist mir zu vage, ja. Ja, naja, so Mitte der ersten Halbzeit. Das war so eine Viertelstunde, 18 Minuten, würde ich sagen. Ja, wie auch immer, jedenfalls war schon relativ früh. Bis dahin waren unsere auch einigermaßen nervös irgendwie. Also viele Fehlpässe und ungenau und dies und das. Und dann, ja, dann ein schlechtes Anspiel, ich glaube von Dahms, was dann zum Ballgewinn für Hamburg führt. Und kurz danach zieht Lasogga mal ab. Kolke patzt und drin das Ding. Ne? Das war eine sehr unglückliche Situation. Ja, das war halt, also ich hatte ja gesagt, dass ich Angst vor Lasogga habe und wurde ihm da halt auch viel zu einfach gemacht. Also wie du sagst, also ein ungenaues Anspiel von Dahms in der Spieleröffnung, der wurde dann halt abgefangen, dann wurde Lasogga geschickt und ich dachte erst so während dem Spiel, der holt den Dampfer mal raus, aber Kolke kriegt den so aufs kurze Eck, irgendwie so unter seinem Körper durch. Und ich meine, hätte er eigentlich schon haben können. Ja. Fand ich. Ja, der war einigermaßen fest, war der schon geschossen, aber ja, halt auf kurzer Eck, den muss er normal schon haben. Freie Sicht und ja, gut, es war 21. Minute, sehe ich gerade, ja. Ja, also wir hätten normalerweise, ich sag mal, in Topform, der hätte dann auf jeden Fall irgendwie abgewehrt. Ne? Aber okay. Ja, das war blöd, aber. Wenn man dann dachte, irgendwie, das würde uns dann gleich dann schon das Genick brechen zu einem frühen, oder den Zahn ziehen schon zu einem frühen Zeitpunkt, dem war nicht so. Also danach ging, ich sag mal, für wen das Spiel erst richtig los eigentlich. Haben dann sich mehr getraut. Und dann, ich sag so, ab der 30. Minute hatten sie auch eine ganze Reihe Chancen zum Ausgleich. Da gab's krass. Krass viele Ecken. Ja, Ecken ohne Ende, genau. Ein paar davon wurden auch mal gefährlich. Aber dann halt auch sonst nach einem Freistoß mal wurde es mal gefährlich. Waren schon ein paar Dinge dabei. Also da wäre so in der Phase bis zur Halbzeit der Ausgleich wäre da allemal drin gewesen und da hätte sich keiner beschweren dürfen. Ja, also gerade so an zwei Riesendinger von Tich Rivero kann ich mich erinnern. Einmal wie er so von so leicht schräg noch am Tor vorbeischießt und Scheffler kommt auch nicht mehr ganz dran, der noch am langen Pfosten da versucht, den reinzustochern. Ja. Glaube ich, noch so ein Kopfball, der ein bisschen zu zentral ist. Genau. Ja. Da hat aber auch der Torwart einmal richtig gut pariert. Ja. Ja, ja, du hast halt, also die Faktoren, wie du eben so ein Spiel gewinnen kannst, sind natürlich, dass du eben keine individuellen Patzer machst, der Gegner nicht die erste Chance nutzt und dein Torwart halt einen guten Tag erwischt und du halt dann auch eine deiner Chancen von nutzt und es hat halt nichts geklappt. Ja, der Gegner hat die erste Chance genutzt, der Torwart hat dann nicht gut ausgesehen. Und ich meine, du hast 11-3 Ecken gehabt in dem Spiel. Ja, 20-10 Torschüsse und gehst halt 0-3 nach Hause. Das, ja. Und klar, Hamburg, ja, wenn die führen und wir kein Tor machen, gibt es für die keinen Grund, ihr Spiel irgendwie zu verändern. Und ach, das war irgendwie, da hatten wir kein Matchglück. Ja, das stimmt. Also das 0-3, das hört sich jetzt sehr deutlich an, aber das hätte echt nicht sein müssen. Also auch dann später, als Hamburg das 2-0 gemacht hat, auch danach gab es noch Chancen auf einen Anschlusstreffer. Und da wäre es vielleicht halt auch nochmal spannend geworden. Hat leider nicht sollen sein. Ja, ist einigermaßen absurd, wenn man überlegt, wir haben das jetzt 0-3 verloren und waren eigentlich auf Augenhöhe, würde ich mal behaupten. Und letztes Jahr, zweite Runde, haben wir 1-3 nur gegen Schalke verloren und hatten da im Prinzip keine Chance, weil der Gegner einfach klasse besser war. Ist schon irgendwie komisch. Gefühlt sehr komisch. Ja.
Oder wenn man es vergleicht mit dem Pokalspiel damals gegen Hamburg, das ging ja dann auch nur 2-1 für Hamburg aus, aber da waren die halt deutlich besser und hat halt den Eindruck, die können halt jederzeit nachlegen, wenn es sein muss. Und dann war das 2-1 eigentlich ein sehr schmeichelhaftes Ergebnis für uns, und während jetzt das 0-3 sehr bitter klingt. Aber gut, das ist am Ende egal. Also dann, genau, das Spiel nimmt natürlich einen anderen Verlauf, wenn du eben den Ausgleich machst oder zumindest den Anschlusstreffer. Du hast natürlich gegen Ende auch gemerkt, so ab der 60. fand ich, es stand 0-2, es hat irgendwie, ja, und das Zweite hat der Lozoga ja auch gemacht. Das haben sie zumindest schön rauskombiniert, auch wenn wir da zu passiv waren in der Abwehr, aber du hast dann auch gemerkt, dass dann irgendwann nichts mehr ging. Die haben dann die Kräfte nachgelassen, und die Hamburger haben ja generell nicht viel Gegentore kassiert, auch vorher. Die haben ja oft 0-0 gespielt, und dann ist natürlich klar, dass wenn die dann 2 Tore gemacht haben, dass das dann schwierig wird. Die einzige Chance, das Spiel zu gewinnen, wäre gewesen, wenn die Hamburger noch mehr gezündelt hätten. Also ja, das stimmt, ja. Da gab es dann wirklich die ultimative Drohung, dass das Spiel abgebrochen wird. Gab es sogar eine Unterbrechung kurz nach der Pause, nach dem 0-2. Ja. Also die Hamburger haben, glaube ich, zu Spielbeginn Pyro gezündet, nach dem 1-0 Pyro gezündet, und ich glaube auch zu Beginn der zweiten Halbzeit und dann direkt nach dem 2-0. Und dann beim 2-0 auch wieder, ja genau. Und das war dann die letzte Warnung. Dann gab's 2-0 hatte Schiri das ja dann unterbrochen, das Spiel. Genau. Für 5-6 Minuten, und da war dann auch klar, wenn jetzt nochmal was ist, dann ist das Spiel halt dann durch, beziehungsweise dann, weiß ich nicht, dann hätten wir wahrscheinlich gute Karten gehabt. Man hätte irgendwie einen Abpfiff vortäuschen müssen, weil die haben sofort nach Abpfiff losgezündelt, und das war, glaube ich, auch jedem im Stadion klar, dass das passieren wird, dass sie halt, sobald das Ding abgepfiffen ist, einfach den Rest noch verfeuern. Man hätte nur so, weißt du, manchmal denkt man ja so, oh, das war der Abpfiff, und jubelt im ersten Moment. Das hätte man denen irgendwie vorspielen müssen. Mist, Chance vertan. Chance vertan, Ich hatte auch mich selten so geärgert, dass ich keinen Pyro mit hatte. Ja, ich weiß nicht, wie das gezählt hätte, wenn es auf einmal auf der anderen Seite gewesen wäre. Ich wäre irgendwie darüber gekommen. Durch das Gewühl. Gefällt da. Deine kriminelle Energie. Naja, gut. Ja. Achso, wir hatten ja noch diese, also nach dem 0-2 hatten wir ja noch diese große Chance, wo Kireda den Ball noch so abfälscht, der dann an die, aber auch nur die Unterkante der Latte trifft und dann auch direkt an Schäffler vorbei, statt zu ihm, der das ja den Abroller reinmachen kann. Also das war ja dann auch nochmal die, einfach so sinnbildlich so ein bisschen, ne, fürs ganze Spiel, dass man es eben versucht hat, aber ja, das war auch mit die beste Chance. Gut, Dittgen hat noch in der Nachspielzeit so einen Außenpfosten, glaube ich, getroffen. Mhm. Es war einfach, es sollte nicht sein, ja. Das war schade. Ja. Gut, also damit wieder in der zweiten Runde Ende. Immerhin zweite Runde, aber damit ist der Pokal dann für uns wieder vom Tisch. Gut, sollen wir noch was, haben wir noch was zu dem Spiel, oder können wir in der Liga weitermachen? Nö, das glaube ich passt so. Genau. Dann ging es erst sonntags weiter, also genug Zeit zum Regenerieren. Ein Auswärtsspiel bei Fortuna Köln, und da stand zum ersten Mal ein neuer Trainer an der Seitenlinie, nachdem ja Koschin hat jetzt kürzlich in die zweite Liga gewechselt ist, der da lange bei Fortuna war. Da wusste man natürlich auch nicht so genau, was einen da erwartet. Ähnlich wie gegen Hamburg, da haben die Scouts wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen Mühe gehabt, jetzt zu überlegen, weil die hatten ja auch gerade erst einen neuen Trainer. Aber da lief es besser in Köln, beziehungsweise bei Fortuna lief überhaupt nichts, und bei uns lief es sehr gut. Schon nach ein paar Minuten das 1-0 durch Kuhn. Dann das zweite durch Titch Rivero. Und dann noch zweimal Schäffler, und da stand schon 4-0 bis zur Pause, ne? War das so? Ja. Genau. Und nach der Pause dann noch Schmidt und noch zweimal Schäffler. Also insgesamt ein 7-0. Der arme Mann an der Anzeigetafel. Der wurde mehrfach gezeigt. Ja. Genau, der kam dann öfter ins Bild und war dann der traurige Held des Tages, ja. Sehr geil, mein neuer Lieblingstyp. Der kommt mit in meine Gang.
In deine Gang. Angekündigt. Da war der Insolvenzverwalter von Chemnitz war dabei und wer noch? Und der Scout von Hessen Dreieich. Ja, natürlich. Und da kommt der mit rein, weil das war sehr schön, weil der eigentlich, der wurde ja so ziemlich jedes Mal gezeigt, weil das so mit die letzte Anzeigetafel ist, an der man noch Hand anlegen muss, weil der jedes Mal seine neue Ziffer da irgendwie raussuchte und da reinsteckte und dann immer mehr anfing zu schimpfen. sichtbar zu schimpfen. Und die 7 am Ende, die hat er, glaube ich, erstmal gar nicht richtig dran gekriegt, die sind dann so halb runtergefallen und dann hat er nur noch so hinterher geflucht und abgewunken. Das war ganz, ganz herrlich. Das war ja mehr so ein resigniertes Abwinken und der musste die Zahlen ja dann teilweise umdrehen, weil die natürlich auf beiden Seiten bedruckt sind. Ja. Und da haben sich also, wenn es zweistellig geworden wäre, hätte er sich wahrscheinlich an dem Ding aufgehängt. Auch das wäre sogar möglich gewesen. Ich glaube, Chancen hatten sie ja noch ein paar. Also ich hatte mir das ja live angeguckt über Telekom und habe mir dann aber nochmal die Zusammenfassung angeguckt und da muss man ja wirklich sagen, es wurde einem ja selten so einfach gemacht. Also ich glaube, selbst im Hessen-Pokal wird es dir nicht so einfach gemacht, Tore zu schießen. Das war ja angefangen von dem Ding von Kuhn, wo der da klar über außen schön geschickt wird, aber dann auch nicht angegriffen wird. Das war immer so eine Begleitung oder ein abgewehrter Ball, den sie einem dann immer vor die Füße schlagen. Mhm. Oder auch ein Schäffler bei dem 4-0, der treibt den Ball durchs, also in der gegnerischen Hälfte Richtung Strafraum und aus 20 Metern zieht er dann so platziert ab, weil er einfach nicht attackiert wird. Ja. Und auch das Ding von Tich Rivero, der steht komplett frei am Fünfer, um den da reinzuköpfen. Oder also das war so schlimm verteidigt von Köln, dass ich schon gesagt habe, das ist natürlich erstmal gut fürs Torverhältnis, aber das ist so ein das ist so ganz schlecht so für die Psyche oder für den Kopf, weil du dann denkst, boah geil, 7-0, aber im Prinzip das war fast ein Muss, die so abzuschießen, so wie die sich präsentiert haben. Also, wie gesagt, ich habe mir das angeguckt und ich konnte es wirklich dann in der Zusammenfassung auch überhaupt nicht fassen, wie schlecht die da verteidigt haben. Ja, den Gedanke, den ich noch hatte, ist, dass unser Steven Ruprecht, der da spielen durfte, bei Fortuna, vielleicht dann doch auch aus sportlichen Gründen nicht mehr erste Wahl war bei uns. Also, ja gut, die waren alle schlecht, das kannst du jetzt nicht an ihm alleine aufhängen irgendwie, aber der stand auch wirklich meterweit weg irgendwie von seinen Gegenspielern und irgendwie völlig passiv, also weiß auch nicht, was da los war. Also er hat sich da nahtlos eingereiht in die schlechte Mannschaftsleistung, sagen wir es mal so. Ja, die waren ja auch nach vorne total ungefährlich, oder? Ja, ich glaube, so ein, zwei Chancen hatten sie zwischendurch mal, aber da stand es schon 3-0 oder so. Ich glaube, bis zum 3-0 oder sogar bis zum 4-0, da hatten die, glaube ich, noch nichts auf die Kette gekriegt. Ja, dafür, dass wir da noch nie was geholt haben. Ja, genau. Vorher war das schon ganz gut. Ja, genau. Scheffler, klar, mit den 4 Toren war er dann sogar bei Liga 3 Online Spieler des Spieltags. Was insofern bemerkenswert ist, weil das ja immer so eine Leserwahl ist und normalerweise hast du da als Wehenspieler nie eine Chance, da kannst du noch so gut sein, weil die Leute wählen natürlich dann halt irgendwie die Spieler von ihrem Verein, was weiß ich, da gewinnt dann halt immer einer von Hansa Rostock oder von Kaiserslautern oder was weiß ich was. Karlsruhe, ja. Ja, oder Karlsruhe oder so, ja, und aber tatsächlich hat Schäffler da zum Spiel des Spieltags geschafft. Und er durfte auch am Tag danach mit mir telefonieren. Er durfte mit dir telefonieren. Sonja, was hast du mit ihm besprochen? Also muss man vielleicht noch mal dazu sagen, haben womöglich noch nicht alle mitbekommen, dass ich im Moment ja für den HR arbeite, also für hessenschau.de in der Sport-Online-Redaktion. Mhm. Und da wunderbar den Auftrag bekommen habe, macht den Spielbericht an diesem Sonntag. Und es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Und am nächsten Tag hatte ich dann wieder Frühdienst. Und dann ist ja, da kann man doch mal noch ein Stück zu machen. So hoch gewonnen, Schäffler, so viele Tore. Und dann habe ich ihn mir an die Strippe geholt sozusagen. Hab mit ihm gesprochen. Er war dann aber auch, er war ein bisschen... bisschen busy. Ja, gab es mehrere Anfragen.
Ja, es gab mehrere Anfragen, das zum einen, und aber auch seine Frau war krank und er musste sich um Hund und Kind und alles kümmern und Ach, hat die Frau war auch irgendwie noch, auch hat die gerade. Frau 20 Aufträge. Die Frau hatte wahrscheinlich auch 20 Aufträge. Und Chiré war Aber nicht da zum Hundesitten. genau, trotzdem alles geklärt. Ja. Genau, Kofi hat Und seinen ja, freien Tag, ich habe hier keine Zeit. ungefähr. Und dann hat er mir noch gesagt, er gönnt ihm die Torjägerkanone. Also von daher, Ja. da muss ich irgendwas umgedreht haben bei den beiden. Okay. Hast du ihn gefragt, ob er nächstes Jahr noch bei uns spielt? Das habe ich ihn nicht gefragt. Ah. Ist noch zu früh. Ja, Ja, das kommt das noch. weiß Ich er noch habe jetzt die nicht. Nummer. Ja, das ist gut. Die musst du dir mal gut aufheben. Ja, aber also Artikel habe ich hier überall gepostet. Den Ja. findet man auch. Ja, das ist generell, kann man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Also jetzt auch schon bevor du da warst, aber jetzt natürlich erst recht, das ist ganz schön, deswegen ist es bei hessenschau.de, also im Online-Bereich der SVW in Wiesbaden, des Öfteren mal stattfindet. Während man im Fernsehen ja eigentlich ziemlich ignoriert wird. Ja, Aber also zumindest Spielberichte gibt es ja meistens. das sind dann so Halbminüte. Ja, also es war auch bei diesem 7-0, da kam dann der Kollege und meinte, oh Gott, ich habe 2,5 Minuten, ne? Langsam kriege ich gar nicht mehr alle Tore darunter. Ja. So kann man sich halt auch dann die Reichweite verschaffen, ne? Einfach so viele Tore machen. Genau, dass man Also regelmäßig den gezeigt Fernseher werden muss. nebenbei. Ja. Genau. Aber was mir jetzt auch schon gesagt wurde von einigen Ex, so, ach super, jetzt haben wir so einen SVW-Maulwurf beim HR. Nein, das bin ich natürlich nicht. Also ich werde da nicht jetzt von mir aus heimlich irgendwie ganz viele Artikel auf die Seite packen, aber die wissen natürlich auch, wen sie sich da geholt haben und dass sie mich an so Themen ransetzen können. Und das machen sie auch. Wenn es sonst keine in der Online-Redaktion interessiert, dann musst du halt. Naja, was heißt nicht interessiert? Ich meine, es ist ja immerhin Fußball, ne? Es ist ja kein Frauenvolleyball. Erzähl das mal den Menschen von der Frankfurter Rundschau, was da alles kommt, was die da unter Regionalsport alles berichten, aber nie ein Wort über den SVW. Ne? Die haben den Ja, komplett das ist auch die rausgenommen. Frankfurter Rundschau. Ja, aber sie machen ja auch Sport Rhein-Main, ja. Da kommt ja dann auch irgendwie hier, keine Ahnung, alle möglichen Fetz und Klicker, ja. Naja, egal. Fetz und Klicker. Ja. Es wär geil, wenn die Rubrik so heißt. Das ist eine super, super Überleitung zum nächsten Spiel. Fetz und Klicker. Das nächste Spiel, das Heimspiel 1 zu 0 gegen. durch Ferz, 2 zu 0 durch Klicker. Nee, da hat das 1-0 der Scheffler gemacht, der gerade eben wie sagt man, schon erwähnte. Frisch aufgelegt hatte. Genau. Und zwar Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena. Warte mal, ich mache mir nochmal hier einen Kapitelmarker. Ja, das war unser erstes Montagsspiel in der dritten Liga. Und die anderen Ergebnisse waren dann so, dass man bei einem Sieg gegen Jena auf Platz 2 hätte springen können. Gut, und man weiß ja, wie das ist, wenn man so eine Chance schön bekommt, dann haut das ja meistens nicht hin. So auch diesmal. Vor allem, wenn es gegen ein Team geht, das auf dem Abstiegsplatz steht. Ja. Stand. Genau. Und Jetzt. die schon seit, weiß ich nicht, seit 8 oder 9 Spielen nicht gewonnen hatten und so weiter und so weiter. Diese ganzen üblichen Geschichten. Es ging eigentlich okay los. Irgendwann die Führung durch Scheffler. Aber was Das passierte war dann? so ein geile Aktion. Also wir hatten ja ein bisschen Verletzungssorgen, muss man ja sagen, ne? Das Also stimmt. Eigentlich von dem Spiel zuvor noch. genau, also in Köln sind ja sowohl Kuhn als auch Mrowca verletzt rausgegangen. Und die haben dann da auch nicht spielen können, genauso wie Dahms. Der hat auch in Köln, glaube ich, schon nicht mitgespielt. Der wurde von Reddemann vertreten. Genau, in Köln war es noch kein Problem. Wollte ich gerade sagen, was in Köln jetzt noch kein Problem darstellte, auch die Verletzungen von Kuhn und Mrowca, die jetzt wohl nicht so dramatisch zu sein scheinen, aber sie haben dann alle nicht spielen können, was dann dazu geführt hat, dass wir mit Lorch als Rechtsverteidiger, Rettemann neben Mockenhaupt in der Innenverteidigung und dann Schönfeld mit Tich Rivero im zentralen Mittelfeld. Und Tich Rivero musste dann ja auch noch verletzt raus, ne? Ja, in der zweiten Halbzeit, meine ich. Genau, und ja, der wurde kurz nach der Pause, wo dann Brandstetter ja kam und
Ja, so das sind natürlich, ja, also hast du natürlich gerade bei dem 1-1, ja, wenn wir damit weitermachen wollen. Ja, mach ruhig, also. Das war ja im Prinzip, ja, die dümmste Art, sich ein Tor zu fangen, ein Abschlag vom, ich meine, es war ein Abschlag, oder? Vom gegnerischen, ja, Torwart, ja, der einfach nur weit fliegt, dotzt und Redemann, der halt einfach nicht hingeht. Also weder den Ball notfalls blöd zur Ecke klärt, noch sonst irgendwas damit macht. Irgendwie denkt, dass, ich weiß nicht, was er gedacht hat, dass Kolke dann rein rauskommt, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, er hat sich mit Mockenhaupt noch irgendwie angeguckt. Ja, ja, aber ist klar, eigentlich, Redemann muss da hingehen, ja. Es war sein Mann und der muss Minimum bei dem Mann bleiben. Er kann, selbst wenn er den Ball nicht spielt. Und ja, also im Prinzip ist der Stürmer halt, der Titz oder wie der heißt, halt einfach nur Richtung Tor gelaufen und konnten dann halt einschieben. Ja. Frei vor Kolke rein. Also schießen und Kolke kommt noch dran, aber schafft es eben auch nur, ihn an den Innenpfosten zu lenken, nur von da dann reingeht. Und dann steht es halt 1-1, da denkst du dir halt so, bleh. Ja. Ich fand das 1-0 schon geil, weil ja da Schönfeld, den ich ja auch, der einfach langsam ist, so eine Art Tempo-Dribbling durchs Mittelfeld macht und dann einfach nur den startenden, also auch nicht attackiert wird und dann den startenden Schwalb auch einfach nur den Ball so gerade nach vorne spielt und der legt dann halt quer auf Scheffler. Ich fand das auch so schlecht verteidigt von Jena. Das war allerdings auch schon ein guter Konter. Das war jetzt nicht so schlecht gespielt, ne? Das war kein guter Konter. Das war ein guter Konter, weil die nicht attackiert haben, ja. Ja. Also, die haben den Schönfeld laufen lassen und der hat den Ball komplett gerade nach vorne gespielt. Also, das war überhaupt keine. Gut, der muss den. Ein sogenannter Steilpass. Ja, aber das Tempo war natürlich gut von dem Ball. Das Tempo von dem Ball war gut. Das war genau richtig. Aber das war halt einfach. Also, die haben den. Ja, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Genauso wenig wie der Redemann. Gut, steht es halt 1-1 und. Dann haben sie irgendwie ein bisschen bisschen gebraucht, beziehungsweise ich glaube, Jena hätte sogar noch 2-1 machen können, gell, vor der Pause. Ja. Da war noch so eine Aktion, wo der Ball dann so neben das Tor kullert oder neben Pfosten kullert. Genau. Ja, vorher hatten wir aber schon Chancen. Also eigentlich müsste es vor dem Ausgleich jetzt eigentlich schon längst, ja, 2-0 stehen müssen. Stimmt, ne? Das stimmt, das stimmt. Da hat einer, glaube ich, auf der Linie noch gerettet und von Jena. Genau, das war so der Nachschuss da irgendwie. Chiré hat einen guten Angriff gehabt. Chiré natürlich, ach Gott. Kofi. Er hat den einen schön mit der Hacke aussteigen lassen, ne? Hat aber dann auch zu unplatziert geschossen. Ja. Und der Nachschuss wurde dann auch nochmal irgendwie von der Linie oder halt war ein bisschen unplatziert. Und in dem Moment dachtest du doch, naja, gut, du wirst schon noch 2-0 machen, ja, aber. Ja, so, und dann in der zweiten Halbzeit. Eigentlich war das Spiel nicht besonders gut, weil sie haben wahnsinnig viele Fehler gemacht, ne? Da waren viele, viele schlechte Bälle oder schlampige Bälle dabei und sonst irgendwas, aber trotzdem hatten sie ohne Ende Chancen. Aus allen Situationen, also irgendwie hier ein Freistoß an die Latte, Kopfball, einmal knapp daneben, einmal wo Brandstätte nicht richtig drückt. Er hat ihn auf den Boden gedrückt. Ja, genau, zu sehr drückt, ja. Schwadorf zieht einmal da rein und schießt knapp am Pfosten vorbei und also da war alles Mögliche, aber er wollte einfach nicht rein. Und dann, ja, fängst du nach einem Freistoß halt das 1-2, wo halt nicht richtig geklärt wird. Ach, das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Das, also, ich weiß nicht, wer den Kopfball gemacht hat, aber das war halt auch so ein Kopfball, so direkt so zentral aus dem 16er, so zentral nach, also auch so kaum getroffen. Und dann der Schuss, den fälscht dann irgendwie Scheffler noch genau dem anderen in Lauf ab oder so. Also es war wirklich so, ja,
Da hast du auch wieder einfach A, blöd gelöst, aber B, auch Pech. Weil der Schuss, da passiert nichts. Ja, aber halt zu klären, genau halt in die Mitte vor den 16er, das ist natürlich halt auch falsch, grundfalsch. Genau. Ja. Und dann, wenn der dann schießt, und kann Schäffler nicht viel machen, wenn der den halt abkriegt, aber der landet halt auch wieder direkt beim Gegner, der dann reinschießt. Also das, ja, es war schlecht verteidigt, aber dann trotzdem auch noch hat Jena dann da eben einfach Glück gehabt, ja. Genau wie beim, also im Prinzip hast du denen beide Tore geschenkt. Ja, und dann das dritte, was dann kurz danach fiel. Da geht noch eins. Ganz genau. Das war dann eigentlich die Höhe. Da musste ich mich wirklich sehr, sehr aufregen, weil das, ich meine, zu dem Zeitpunkt war noch, ich glaube, noch eine Viertelstunde, oder weiß ich, über 79. Minute oder sowas. Also mit Nachspielzeit hast du auf jeden Fall noch eine Viertelstunde Zeit. Es steht 1-2. Und trotzdem stehen sie im Prinzip mit allen Mann vorne drin. Irgendwie, was war denn da? Freistoß oder sonst irgendwas? Aber eine Ecke oder irgendwas. Ja, irgendwie ein Standard jedenfalls. Und das Einzige ist, dass halt Kolke noch hinten steht und Minzel irgendwo an der Mittellinie. Ja. Der Ball wird abgewehrt, ein langer Schlag raus und dann stehen da zwei Leute alleine gegen Minzel und lassen den dann halt natürlich dann schön aussteigen, spielen sich den Ball noch zu und machen das 3-1. Also das ist da, so ein Tor kannst du in der Nachspielzeit verlieren, kriegen, wenn du halt alles nach vorne wirfst, aber dann nicht eine Viertelstunde vor Schluss. Das fand ich wirklich schlecht. Das war sehr katastrophal, ja. Ja. Also beim ersten kannst du noch sagen, okay, das war ein individueller Fehler. Beim zweiten war es, ja, irgendwie also schon auch Pech, sag ich mal. Aber das dritte war ja eine Kollektiv. Ja, auch taktisch halt ganz schlecht. Also ich meine, wer da gesagt hat, wir gehen da jetzt alle hin, dass da keiner denkt, wir sichern auch noch mal ein bisschen ab. Also das verstehe ich nicht, was da gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wie die sich da abgesprochen haben oder ob die sich da abgesprochen haben, aber. Ja, und offensichtlich dann auch. Keine Ahnung, gab es von draußen auch nicht entsprechende Kommandos. Naja, jedenfalls dann 3-1, kurz vor Schluss, wieder Elfmeter für uns, nachdem, wie schon gegen Zwickau, Schmidt mit einem schnellen Antritt in den Strafraum nicht zu halten war oder nicht auf legale Weise zu halten war und gefoult wird. Diesmal hat Schäffler nicht geschossen, sondern Schmidt den Ball überlassen. Der macht ihn auch rein, aber das war es dann halt auch. Es war halt ein 3-2. Ja, am Schluss haben sie es nochmal probiert. Tittgen hat noch so einen Volley-Schuss an die Latte gesetzt. Da hätte man dann vielleicht sogar wenigstens. Das war so die letzte Aktion. Ja, da war schon irgendwie 3 Minuten drüber oder so. Ja, aber am Ende verlierst du da zu Hause gegen Jena und statt Zweiter bist du dann halt Achter. Na gut. Ja, ich schaue nur auf die Punkte. Ja, genau. Ist richtig. Ja, du bist nur 4 Punkte besser als Groß Asbach. Auch das ist richtig. Ja, also absolut unnötig. Und gerade wenn du halt auch weißt, dass du gegen Ende noch ein Tor machen kannst, ist halt auch umso unerklärlicher, warum man da so offen steht. Und ja. Also die Chancenverwertung, so gut sie gegen Karlsruhe und Köln war, so schlecht war sie gegen Zwickau und Hamburg und jetzt eben auch dann gegen letztlich gegen Jena. Gegen Jena auch. Also das, klar, es war jetzt nicht das Entscheidende, die Chancenverwertung, aber da darfst du eigentlich nie hinten legen in dem Spiel. Ja, wobei Chancenverwertung auch, weil ich meine, sie hatten große Chancen, wirklich eine ganze Reihe. Selbst wenn du diesen Patzer hinten machst, darfst du nie hinten liegen. Ja. Weil du, dann führst du halt nur 2-1, ja. Ja. Also wir hatten auch, aber man hat schon auch gemerkt, dass ein Rovzer fehlt, ein Kuhn fehlt. Die Qualität hast du nicht, die adäquat zu ersetzen. Auch wenn mir Lorch in Ansätzen so auch ganz gut gefällt. Aber du hast einen sehr komischen Spielaufbau gehabt mit so langen Wechseln, die unnötig waren. Wo auch der Ball dann oft weg war und wo du einfach gemerkt hast, auch dass das Zusammenspiel nicht passt. Ja, und dann kam natürlich dann noch dazu, dass als dann Titsch Rivero dann raus musste, dann hast du halt mit Schönfeld und Schmidt im zentralen Mittelfeld gespielt und da fehlt es halt auch so ein bisschen an Zweikampfstärke, finde ich. Also so ein Abräumer wie den Titsch, den hast du dann halt eben nicht mehr. Ich meine, Schönfeld hat es nicht schlecht gemacht, aber das ist nicht gleichwertig, was das angeht. Genau. Ja. Ja.
Gut, also was jetzt gerade so diese Verletzten-Situation angeht, war jetzt die Länderspielpause gerade richtig. Da besteht Hoffnung, dass wir jetzt bis zum nächsten Ligaspiel wieder alle beisammen haben. Ja, dann schauen wir mal auf die Tabelle oder habt ihr noch was hier noch zu ergänzen? Lassen wir das Testspiel gegen Worms jetzt weg oder machen wir das gleich oder? Ja, können wir, ja. Ja, schauen wir jetzt gerade mal auf die Tabelle, wo wir jetzt gerade dabei Alles sind. klar. Ja. Genau, ich habe es gerade gesagt, wir hätten Zweiter werden können, sind stattdessen Achter. Das heißt, oder da sieht man dann auch schon drin, wie eng das alles zugeht. Nach 15 Spielen ist Osnabrück mit 30 Punkten Erster. Also die einzigen, die jetzt einen Zwei-Punkte-Schnitt aktuell haben. Danach Münster, Karlsruhe 26, Rostock-Uerdingen 25, Haching, Halle 24, dann Wien mit 23 und dann Kaiserslautern mit 20. Also da ist schon, ist, wie man es von der dritten Liga kennt, alles eng beisammen. Und dann auch. Ja, was heißt, wie man es kennt, das ist mal deutlich schöner als letztes Jahr, wo wir zwei Mannschaften hatten, die Ja, zu dem einfach Zeitpunkt nur ja auch noch nicht. vorausgeeilt sind. Zu dem Ja, Zeitpunkt aber ja auch es noch nicht. kann Das war, ja. das Ja, kam es erst kommt, später. ja. Ja, Das. aber ich will auch nicht, dass es kommt und ich bin froh, dass es im Moment noch nicht danach Na, wenn aussieht. wir eine von den beiden sind, kann das ja ruhig kommen. Ja. Ja, gut, du meinst, du siehst halt auch, dass, ich meine, der 17. ist jetzt Köln. Natürlich mit dem katastrophalen Torverhältnis jetzt durch die zwei Spiele. Ja, die haben danach jetzt gleich nochmal 6-0 verloren. Gegen Haching, ja. Gegen Haring, genau. Die haben 17 Punkte. Das sind jetzt nur 6 Punkte weniger wie wir. Und das ist, die stehen am ersten Abstiegsplatz. Gibt ja 4 Absteiger jetzt. Und die einzigen, die da wirklich schon ein Stück abgeschlagen ist, ist halt Braunschweig und Meppen so ein bisschen. Ja. Aber gut, klar, es ist auch da, wenn du da mal zwei, drei Spiele was machst, kommst du da auch relativ schnell raus. Wir haben halt immer noch die beste Offensive, die meisten Tore. Ja. Genau, und Osnabrück hat halt erst 10 Gegentore, ne? Das ist mit Abstand die beste Abwehr. Ach nee, ich sehe gerade, Asbach hat auch erst 12, aber ja. Also Groß Asbach ist ja die langweiligste Ja, die haben Mannschaft, ja lauter was die 0-0s irgendwie. Tore angeht, und wir sind da die Chefs. Genau. Ja. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch so hatten. Du hast es gerade erwähnt, es gab jetzt am Freitag ein Testspiel gegen Wormatia Worms auf dem Hallberg. Ich nehme an, dass keiner von euch da war, oder? Nee. Nee, hab das auch nur irgendwie ganz im Groben im Twitter verfolgt, aber jetzt auch nicht intensiv. Hab dann gesehen, es ist 2-2 ausgegangen. Lorch und Dittgen schossen die Tore für den SVW und da weiß man schon Bescheid. ja, also ja. Gut, da haben wir ja im Prinzip die rangedurft, die in letzten Spielen nicht so viel zum Einsatz kamen. Genau. Und dann gegen Ende auch ein paar A-Jugendliche, glaube ich, noch, ne? Ja, ich glaube vier sogar, drei oder vier. Also es war dann mehr so eine, ja, Spielpraxisgeschichte für Naja, eben ein Testspiel. die dann eben, genau. Ja. Also ich glaube, so Scheffler und so weiter, die haben ja gar nicht, waren ja gar nicht da im Kader, oder? Ich weiß nicht, also Chiré wurde noch eingewechselt, das habe ich noch Ach so, gesehen. okay. Also kamen schon noch ein paar, aber wie gesagt, muss mir jetzt auch nicht so hochhängen. Das Schöne ist ja, dass am Tag vorher hat ja Rüdiger Rehm versucht, Gunnar in eine neue Saisonwette zu quatschen. Ja. Nachdem er erzählt hatte, dass er auf Kuhn halt das Geld gesetzt hat und der seitdem trifft, hat Rehm, glaube ich, gesagt, ja, dann setz doch mal auf Ditgen, damit der auch mal wieder trifft. Und da habe ich noch abgewinkt. Aber dann im Ja, er Testspiel wusste hat er dann immerhin auch, dass jetzt es nicht war. hat er jetzt offensichtlich schon mal ein Traumtor erzielt. Zumindest liest man es so. Genau. Ja, warum wir mit Rüdiger Rehm gesprochen haben, das können wir gleich noch erzählen. Lass uns eben schnell noch einen Blick auf die nächsten Spiele werfen. Was kommt nämlich jetzt als nächstes? Wo habe ich es? Sonntag, Kaiserslautern. Genau, am Sonntag geht es nach Kaiserslautern. Jetzt das dritte Auswärtsspiel an einem Sonntagnachmittag hintereinander. Nach Gut, die waren ja bislang ganz gut, ganz genau, also finde Karlsruhe, Köln und jetzt Kaiserslautern, das würde eigentlich gut in die Reihe passen, um auch dort zu gewinnen. Das wäre schon eine nette Sache. Mal schauen. Nee. Danach Cottbus, nee. Nee, die kommen erst im Januar. Aber es würde vom Laut passen. Ja.
Genau. Dann haben wir tatsächlich mal wieder samstags ein Spiel. Was? Was ist los? Ja, die Samstagsheimspiele waren nicht gut. Ja, hatten wir auch schon länger keins mehr, oder? Doch, das gegen Zwickau, das 0-0. Ja, genau. Also Samstag, das ist dann schon der 1. Dezember. Wir hatten nur ein einziges Heimspiel jetzt im gesamten November. Nämlich das gegen Jena. Ja, also dann 1. Dezember, Samstag 14 Uhr gegen Lotte. Dann die Woche drauf auch samstags in Osnabrück. Ja, das ist ein Spitzenspiel. Vielleicht. Ja. Von Osnabrücker Seite auf jeden Fall. Ja, die werden sicherlich noch da oben rumhängen und wir hoffentlich auch. Mal gucken. Und dann haben wir wieder ein Montagsheimspiel gegen Uerdingen. Und tatsächlich ist das wohl die Partie mit der geringsten Distanz zwischen den beiden Mannschaften an dem Spieltag. Wird die Uerdinger jetzt auch nicht unbedingt trösten, dass sie halt montags dann nach Wiesbaden fahren dürfen. Aber na gut. Das ist auch, glaube ich, das letzte Montagsspiel des Jahres dann, oder? Ja, genau, weil dann kommt ja dann, also das ist auch das letzte Hinrundenspiel und dann kommt noch der erste Spieltag der Rückrunde. Der kommt dann gleich am Freitag drauf, wieder ein Heimspiel gegen Aalen. Am 21.12. ist das dann. Also das heißt, da haben wir in einer Woche montags und freitags Heimspiele. Und dann ist Winterpause. Oder ist am Montag, den 24. ein Spiel? Nee, das ist kein Spiel. Das wäre doch schön. 19 Uhr. Ah. Ja, aber nicht mal sinnvoll verplant. Ja. Ich glaube, es würden viele kommen. Sonja und drei andere. Wird wahrscheinlich nicht mal die komplette Mannschaft kommen. Ey. Ja gut, Alf Minzel wahrscheinlich nicht. Das dürfte nicht. Ja. Genau. So sieht das aus die nächsten Wochen. Ja, dann, Sonja, dann erzähl doch mal, warum wir am Donnerstag mit Rüdiger Rehm gesprochen haben. Warum nicht? Gut, okay. Weil wir das immer wieder gerne tun. Ja. Wir haben da so einen Donnerstagabend-Stammtisch. Hast du jetzt auch Rüdiger Rehms Nummer, nachdem du jetzt schon Schäfflers Nummer hast? Das sage ich nicht. Oh! Sonja ist in der WN-WhatsApp-Gruppe. Um Gottes Willen. Ja, in so einer Trainergruppe, das kann ich mir geil vorstellen. Ich habe ja sehr lange gebraucht, um zu merken, dass der Co-Trainer auch da war. Ja, der stand da so still also, daneben. Ein Fan-Treffen, das müssen wir, glaube ich, mal vorweg schicken. Genau, wenn wir regulär vor 2 Wochen aufgenommen hätten, wie wir es vorhatten, hätten wir das auch ankündigen können, aber so musstet ihr es halt selbst in der Zeitung lesen oder online. Es gab ein Fan-Treffen. Also vorher gab es ein öffentliches Training in der Britta Arena. Da konnte man halt bei geringen Temperaturen sich ein Training anschauen. Kaffee und Kuchen gab es im Kids-Zelt, weiß ich nicht. Da war ich nicht. Sonja, du auch nicht, ne? Nee. Aber später dann gab es ein Fantreffen in der Geschäftsstelle mit Rüdiger Rehm war da und ja, Mike Kranig auch. Wobei der jetzt nicht, der war, ja, nicht im Podium. Auf dem Podium. Genau. Im Zuschauerraum. Genau, Christian Hock und der Volker, unser Fanbeauftragter, saß auch dabei. Der hat auch ein paar Fragen beantwortet. Ja, es gab diverse Themen. Zum einen solche Sachen wie halt so die Einlasssituation und warum es keinen wirklichen Dauerkarteneingang mehr gibt und warum man da manchmal im Regen 10 Minuten an der Warteschlange stehen muss. Ja, okay, gut. Dafür ist ja ein Fantreffen auch da, dass man sowas mal anbringen kann. Es gibt demnächst einen Eingang für weibliche Dauerkarteninhaber. Also hat zwar keiner gesagt, aber ich versuche das zu etablieren. Ja, genau. Ich mache da so eine Legende draus, dass das irgendwann so sich selbst erfüllt, dass das irgendwann passiert. Genau. Ja, finde ich auch völlig in Ordnung, dass sagen wir, das Feedback an den Verein gegeben wird. Meinetwegen hätten wir es jetzt ein bisschen kürzer halten können und nicht jeder nochmal drauf rumreiten und ja, aber warum geht das denn nicht mehr und früher ging das doch auch und ja, okay, klar, ich meine, die müssen halt auch im Personal sparen, die müssen dann halt, weiß ich nicht, wenn, was haben sie erzählt, so die Sicherheitsleute musste dann halt mindestens 5 Stunden buchen, dann die dann da am Eingang da rumstehen und für jeden Eingang brauchen sie halt, weiß nicht, wie viel Personen, da hast du halt da den
Ticketkontrolleur und den Abtaster und dann noch einen Aufseher und noch, was weiß ich, noch Gepäckaufbewahrung oder was sonst irgendwas. Also das heißt, da hast du irgendwie eine ganze Reihe Leute und das ist dann halt einfach für die paar, die halt üblicherweise zum Spiel kommen, ist das dann halt einfach zu teuer, wenn man da jetzt irgendwie alle Eingänge aufmacht. Verstehe ich auch. Und so schlimm sind die Schlangen jetzt normalerweise auch nicht, ne? Es staut sich halt immer so ab einer halben Stunde vom Spiel, weil da halt die meisten kommen. Ja. Und dann, das ist aber klar, man hat halt auch keinen Bock, eine Stunde vorher im Stadion zu sein, weil da passiert ja auch nicht wirklich was. Gerade an einem Wochentagsspiel, wie jetzt dagegen gegen Jena, wenn die Leute halt vielleicht von der Arbeit kommen oder sowas und dann vielleicht einfach keine Lust haben, früh von der Arbeit zu fahren, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade in Wiesbaden arbeiten und dann dafür, dass dann halt eine Stunde sich die Beine im Bauch stehen in der Kälte, verstehe ich schon, dass man da Knopf kommt. Ich bin ja an dem Montag von Friedberg angereist. Und das war auch ganz toll. Also ich habe das ja, also gut, muss es jetzt auch nicht zu weit ausführen, aber er hatte da eine tolle Verbindung, die dann nicht geklappt hat, weil der eine Zug eben 20 Minuten Verspätung hatte und die S-Bahn dann auch noch Verspätung hatte, sodass ich statt 6:30 am Bahnhof eben erst um 19:03 Uhr am Hauptbahnhof ankam in Wiesbaden und das war dann 3 Minuten nach Spielbeginn. Aber ich habe es dann geschafft, um 7 nach im Stadion zu sein. Nicht schlecht. Ja, ich bin zum Bus gerannt, der Bus ist direkt losgefahren und dann bin ich nochmal über die Wiese gehetzt und da war dann keine Schlange mehr. Ja, also. Und das ich ist auch der Tipp für alle. Zum Glück nicht verpasst, ja. Aber das war schon, hab da mal das RMV-Gebiet voll ausgenutzt. Ja, da Friedberg, da geht ja noch mehr. Ich hätte nach in die andere Richtung noch fahren können, eigentlich. Ja. Aber das Lustige war, am Rückweg von Frankfurt nach Kassel war das der Regionalexpress und der erste halt war Friedberg und da saß tatsächlich noch ein Wehen-Fan im Zug. Das fand ich ganz interessant. Das siehst du. Der auch in Friedberg ausgestiegen ist dann. Ja. Ja, war ganz lustig. Gut. Zurück zum Fantreffen. Wir haben dann auch es gab dann auch die ein oder andere sportliche Frage. Ich glaube. Von dir? Ja, nicht nur. Also ich habe dann auch mal was gefragt, weil irgendwann war ich dann halt die Einlasskontrolle oder die Eingangsdiskussion war mir dann ein bisschen über und dann habe ich gedacht, ich frage einfach mal was Sportliches, damit der Trainer auch mal was sagen darf und nicht nur die ganze Zeit genervt daneben sitzt. Was habe ich ihn gefragt? Ja, weiß nicht, war nicht so spannend. Eine super Geschichte. Nein, ich hatte es genervt und dann habe ich mir irgendwas gefragt, aber es war auch blöd. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so weit ausführen. Ich wollte darauf hinaus, dass halt auch ein paar sportliche Themen angesprochen wurden, unter anderem, jetzt nicht von mir, aber zum Beispiel auch nach Niklas Schmidt, wie da so die Situation ist, ob es da irgendwie eine Option gibt oder sonst wie. Und das wurde verneint, also er ist einfach nur ganz normal ein Jahr ausgeliehen und wenn nichts passiert, geht er nächstes Jahr zurück zu Werder Bremen. Aber klar, da wird man sich auch bei Zeiten wohl mit Bremen unterhalten, also ja, wird er gegähnt? Nee. Okay. Ich hatte mich nur geärgert. Ich habe vor Spannung gerade so lange die Luft angehalten. Nee, ich hatte mich kurz, nee, egal. Ich hatte mir das ja auch fest eingetragen und wollte da kommen, aber konnte dann leider nicht. Und klar, da kriegst du in der Regel keine Antwort, aber ich hätte halt mal gefragt, wie es so aussieht, was so die nächste Saison schon angeht, mit wem sie da, ob sie da jetzt schon Gespräche führen oder ob das in der Winterpause stattfindet, weil. Ja, also zu dem Thema gab es noch, das war insofern ganz interessant, also es war ja gerade an dem Tag, kam ja morgens so eine kleine Meldung, dass Dominik Martinovic, Dominik heißt er, ne? Ja. Der ja bei uns mittlerweile so Stürmer Nummer 6 nur noch ist, dass der in Groß-Asbach als Gastspieler sich vorstellt. Und ja, da wurde dann halt auch in dem Zusammenhang, also da wurde halt nachgefragt und in dem Zusammenhang wurde halt auch gesagt, dass eigentlich jede Spieler immer weiß, woran er ist, so sinngemäß. Also, dass man wohl regelmäßig da den Leuten klar ihre Perspektiven aufzeigt und
wenn irgendjemand in der Vergangenheit oder also, weiß ich, letzte Saison oder sowas mal gegangen ist, irgendwie mit dem Hinweis so von wegen, ja, ja, mit mir hätte keiner gesprochen oder sonst irgendwas, das ist wohl klar, kann man vergessen. Es ist eigentlich jeder weiß, was sein Standing im Kader ist und welche Perspektiven man für ihn sieht oder nicht. Das war eine klare Aussage. Ansonsten hat Rehm da, der holt ja dann auch gerne aus, der beantwortet dann auch gerne sehr ausführlich und hat da auch so generell von wegen, wie man jetzt so die letzten 2 Jahre so den Kader weiterentwickelt und verbessert hat und so weiter und auch schon so ein bisschen so in die Zukunft geblickt, was sie so vorhaben. Also jetzt natürlich keine Namen genannt, aber das klingt schon so, als sieht er sich durchaus auch nächstes Jahr noch hier, wenn sich jetzt das halbwegs so weiterentwickelt wie bisher. Das habe ich dann auch gleich mal als Vorlage genommen und gefragt, ob es denn schon was Neues gibt in Sachen Vertragsverlängerung. Aber da muss der uns enttäuschen. Gibt es noch nicht. Aber ich denke mal, dass die sich dann auch irgendwann bei Zeiten zusammensetzen. Ja, was mich noch interessieren würde, weiß nicht, inwiefern es auch um einzelne Spieler ging, aber so zum Beispiel ein Wachs und ein Guder, die ja am Anfang eine Rolle gespielt haben, sind ja momentan komplett außen vor. Aber genauso halt auch ein Andrist, ne? Ja, die Namen waren jetzt nicht so, ja doch, Wachs fiel auch nochmal so zwischendurch der Name. Also generell meinte er, auch so mit den jüngeren Spielern sind ja schon einige dazugekommen, dass es halt wichtig ist, dass die halt ihre Einsatzzeiten kriegen. Nur so können sie sich weiterentwickeln. Und naja, schon. Also ich meine, wenn du siehst... ja, aber wo soll die spielen eigentlich? Naja, also jetzt zum Beispiel ein Chiré, der hat sich dann schon relativ schnell jetzt durchgesetzt. Ein Schipnowski hatte schon eine ganze Reihe Einsätze. Momentan hängt er wohl gerade vielleicht ein bisschen durch. Ja, also die wurden jetzt halt mal dann namentlich genannt. Gut, ein Guder hat auch mehrere Spiele hintereinander Einsätze bekommen. Ja, ein Wachs hat am Anfang mehrere Einsätze, hat er auch zum Beispiel im Pokalspiel gegen St. Pauli ein gutes Spiel, worauf wurde jetzt auch nochmal deutlich gemacht, aber momentan ist halt Minzel wieder vorne, na, wie wir das halt schon kennen. Ja, genau. Ja, also ich meine, du hast junge Spieler, auch einen Schmidt, der ja regelmäßig spielt. Ja, Schmidt genauso. Aber ich sag mal, ein Guder und Wachs werden sich momentan nicht weiterentwickeln. Was jetzt auch, klar, kannst jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, weil du musst gucken, dass du die Punkte holst. Aber du hast halt auch, machst sehr wenige Testspiele, wenn nicht gerade eine Pause ist, weil du wahrscheinlich auch nicht genug Leute hast, ne? Dann für so ein komplettes Testspiel, also zwischendurch. Ja. Ist halt so. Da wird sich dann auch tendenziell nicht viel ändern. Aber zu Andrist hat er jetzt nichts gesagt oder hat auch keiner gefragt. Weil das würde mich halt interessieren, weil der, das hat mich schon, also von der Leistung her fand ich es jetzt nicht schlimm, dass er draußen ist, weil gerade halt, weil Schwadorf so abgeht und aber trotzdem, also der wird ja unmöglich so zufrieden sein und der Vertrag läuft ja auf jeden Fall auch aus von ihm, meine ich. Ja, wobei man jetzt wohl, also das habe ich, ich sag mal so, auf der Tonspur noch irgendwo mitbekommen, ist Andres vielleicht eher so ein bisschen ein schwieriger Typ, also das jetzt, wenn er jetzt so ein bisschen so wirkt, als wäre er jetzt gerade frustriert oder sonst irgendwie, der wirkt wohl immer so, also der ist jetzt wohl nicht irgendwie so ein bisschen so ein, ja, wie soll man sagen, vielleicht eher der Introvertierte oder ein bisschen in sich gekehrte und ja, aus dem bist du vielleicht so von außen nicht ganz so leicht schlau. Also das muss jetzt vielleicht nicht zwingend was heißen, wenn der jetzt dann vielleicht da irgendwie mal mit einem komischen Gesicht dann da über den Platz schleicht. Sagen wir es mal so rum. Hey, gut. Mir ging es jetzt auch nicht darum, sondern einfach, dass er jetzt halt länger nicht gespielt hat. Oder ja, genau. Eingewechselt, wenn überhaupt. Ja, ich denke mal, der wird auch wieder zu seinen Einsätzen kommen. Ansonsten hat man da noch irgendwas Interessantes? Zwei kleinere Personalien gibt es da noch. Was heißt kleinere Personalien? Also jetzt nicht direkt die Mannschaft betreffend. Zum einen der Daniel Mucher, unser Pressesprecher, wird uns nach der Hinrunde verlassen. Da wird gerade wohl Nachfolger gesucht. Oder es gibt vielleicht schon Kandidaten, weiß ich jetzt nicht genau. Der ist jedenfalls dann nicht mehr lange da. War jetzt 6 Jahre da, hat er erzählt.
Hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung, aber ja, ist tatsächlich schon einige Zeit jetzt, ne? Und nach 4 Jahren wird uns... Hat er gesagt, wo er hingeht? Hat er gesagt. Und ich glaube, es klang auch nie, also es klang jetzt nicht so, als sei das ein Geheimnis, oder Sonja? Dürfen wir, glaube ich, erzählen. Ja, weiß nicht genau, weil er als auf dem, als das sozusagen offiziell verkündet hat, hat er das nicht gesagt. Nee, aber wir haben da halt nachgefragt, ich habe nachgefragt, darf man schon fragen, wo es hingeht? Und da hat er gemeint, ja, darf man. Ja. Ja, also es ist, ich hab auch kurz mit ihm gesprochen. Also seine Familie wohnt wohl da irgendwie im Ruhrgebiet noch. Und genau, da zieht er jetzt näher. Genau. Zu einem Verein, der da, wo er dann näher dran ist und wo das wohl auch familiär alles einfach ein bisschen einfacher ist, ja. Genau. Ist auch ein Zweitligist, von daher verbessert er sich vielleicht auch sportlich ein wenig. wenn man so möchte. Finanziell meinst du? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Pressesprecher in zweiter oder dritter Liga verdienen. Habe ich null Vorstellung. Habe ich auch nicht nachgefragt. Naja, also das zum einen und zum anderen, das betrifft vielleicht viele Hörer. etwas mehr. Unsere Stadionsprecherin Daisy wird auch zum Jahresende aufhören. Und das heißt, ab dem neuen Jahr wird es einen neuen Stadionsprecher oder eine neue Stadionsprecherin geben. Es haben wohl schon Gespräche stattgefunden und es soll wohl nicht unbedingt wieder jemand einfach vom Radio genommen werden. Sondern eher jemand aus der Fanszene dazu bewegt werden. Ja. Können wir schon mehr an dieser Stelle erzählen? Vielleicht können wir beim nächsten Mal, wissen wir vielleicht Bescheid. Bis zur nächsten Folge, denke ich, können wir da mehr zu erzählen. Genau. Ja. Das war das. Ansonsten. Ja, was ansonsten generell so ein Fantreffen. Also ich war jetzt zum ersten Mal da, ich hatte es schon oft vor, irgendwie hat es nie so richtig hingehauen. Ist tatsächlich ganz nett. Ich meine, klar, das ist ja so dieser offizielle Teil, oder was heißt der offizielle Teil? Also dann halt vorher kommen halt manche Fragen, da denkst du halt auch, wie schon erwähnt, so mit dieser Einlasssituation oder sonst irgendwelche Sachen, wo du denkst, okay, das ist jetzt gerade nicht mein Thema oder Kleinigkeit, warum ist was? So ein bisschen so ein Elternabendgefühl, ne? Dann ja, könnte man auch mal ein bisschen Vorrang machen. Aber jeder ist ja freiwillig da. Und danach gibt's dann auch noch so die Möglichkeit, einfach so, ich sag mal, im kleinen, in kleinerer Runde mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also die jetzt auch gerade Hock und Rehm, die sind ja nicht gleich weggegangen, sondern die mischen sich dann und die Leute. Ne? Man kann zusammen ein Bier trinken und über dies und das plaudern und das, ja, das war eigentlich sehr schön. So kommt man halt wirklich so auch, ja, werden noch mal ein paar Anekdötchen ausgepackt oder was man halt gerade so für eine Frage noch irgendwie so auf dem Herzen hat, das kann man da einfach da mal so loswerden und so ein bisschen sich unterhalten. Also das ist, finde ich gut, dass es da so einen direkten Draht gibt. War ja jetzt schon länger her, dass das letzte Fantreffen gab. Ja. Was haben wir noch erfahren? Rüdiger Rehm teilt mein Statistik-Fable. Er sagt auch, er guckt nicht. Gut, dass ich euch zusammen in einem Raum gesehen habe. Ich habe nicht geglaubt, dass ihr zwei verschiedene Menschen seid. Ja. Wie er von sich aus anfing, von diesem Zwei-Punkte-Schnitt zu erzählen. Ganz genau, das ging mir runter wie Öl. Ich glaube, der hat hier zugehört, ja. Und der war auch sich absolut. Das würde mich sehr nervös machen. falls du uns hörst. Nein. Ich glaube nicht, dass er sich damit aufhält. Aber er war auch genau über den Punkteschnitt so generell von Wehentrainern irgendwie informiert. Also noch so, meinte so von wegen, also generell sein Ziel ist irgendwie so mit wenn du mit 2 Punkte hast, dann weißt du, da bist du oben mit dabei. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Und auch sonst irgendwie so über die Zeit, die jetzt da ist und sowas, so weit wäre er nicht weg, so 1,8 und sowas. Und da habe ich da halt nachgeschaut, ne? Ja, ist tatsächlich so knapp 1,8 und so. Ja, genau und so. Ne? Also da war er voll in seinem Element, ja. Genau, also das war ganz nett. Bromance. Ja, auf jeden Fall. Stick Bromance. Genau. Ja, sonst noch irgendwas vom Fantreffen, Sonja? Ja, Rest behalten wir für uns. Genau. Was in der Geschäftsstelle passiert, bleibt in der Geschäftsstelle? Nee. Oh Gott, das war so ein schrecklicher.
Dann gehen wir zu noch ein paar kleineren Meldungen. Die eine hat schon so ein bisschen an Aktualität verloren. Das habe ich neulich irgendwo, wo war das? In irgendeinem Artikel vom Wiesbadener Kurier. Da wurde noch erwähnt, dass Besucher des Pokalspiels gegen den HSV mit dem Code ihrer Eintrittskarte für das Ligaspiel gegen Jena, das ist jetzt ja schon vorbei, und das gegen Lotte am 1. Dezember via Online-Shop 3 Tickets zum Preis von 2 erwerben können. Na, wenn das kein Angebot ist. Weißt du, was das Geile ist? Das ist bei mir sonst überhaupt nicht angekommen, auf keinem Kanal. Ja, ich habe das auch garantiert, kein einziger Mensch hat sich darüber was 4 Tickets gekauft. Nee, 3 zum Preis von 2. Nee, da hat ja kein Mensch 3 Tickets gekauft. Ich habe das tatsächlich gelesen, dass das jemand irgendwo bei Facebook oder irgendwo, weil's nicht geklappt hat, wahrscheinlich. Doch, nee, es hat geklappt. Achso, okay. Tatsächlich, also sehr unspektakuläre Meldung eigentlich, aber ja, ich finde das Angebot jetzt auch. Ja, dass man sagt, wenn man eine Ticket kauft, kriegt man noch eins. Das ist so ein bisschen reizvoller, aber gut, sie haben sich für die Variante entschieden. Ja. Ja, naja, gut. So richtig doll kann das nicht funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dann gab es neulich noch eine Meldung. Oder als mal so ein Artikel irgendwie auch im Kurier. Da ging es auch um die Entwicklung im Nachwuchsleistungszentrum. Da gibt es jetzt demnächst irgendwie eine Zertifizierung. Da so im Auftrag des DFB und der DFL. Da kommt da irgendeine Agentur vorbei. Und ja, wenn alles gut geht, gibt es den ersten Stern. Also es gibt da wohl irgendwie, ich weiß nicht, ein bis wie viel Sterne? Gibt es auch 2 oder 3 Sterne für Michelin-Stern? Oder? Nee, DFB-Sterne für Nachwuchsleistungszentren. Was ist denn so ein DFB-Stern wert? Ja, das ist dann halt mit einem Stern prämiert. Der ist tatsächlich was wert, weil dann kriegst du halt mehr. Haben die 4 Sterne auf dem Trikot? Das sind andere Sterne. Jedenfalls gibt es dann halt mehr Kohle. Es gibt ja da irgendwie nach irgendwelchem Schlüsselwert, der dann da halt irgendwie Gelder für die Nachwuchsleistungszentren ja irgendwie auch verteilt. Ja, hier zum Beispiel 100.000 Euro gibt es für jene Drittligisten, die ein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten. Also offensichtlich haben das nicht alle. Ich glaube, das ist erst ab der DFL, also ab der 2. Liga, ist das, glaube ich, Pflicht. Und ja, da gibt es halt irgendwie schon mal 100.000 Euro. Aber wenn du so einen Stern hast, da gibt es, glaube ich, halt nochmal mehr Geld. Weiß ich nicht, wie sich das jetzt in Zahlen ausdrückt. Dann will ich auch so einen Stern. Du bist aber kein Nachwuchsleistungszentrum. Podcast mit Stern. Ja, ein Podcast mit Stern. Wie Geld bezahlen. Ich wollte gerade sagen, Sonja weiß, dass da ziemlich viele Jugendliche und Kinder bei ihr dann rumlaufen, wenn sie so einen Stern haben. Ich mache so einen Briefkasten Nachwuchsleistungszentrum. Apropos, verteilt uns ein paar Sterne auf iTunes. Also mehr als einen, bitte. Ja, genau. 5 Sterne und ja, schreibt auch gerne noch einen Kommentar dazu. Hat ja eigentlich jemand ein Bier ausgegeben beim Fantreffen? War nicht nötig, das Bier war frei. Das weiß doch der Michael. Genau. Was haben wir ansonsten noch? Signal Iduna ist jetzt Premium-Partner. Puh. Ja, das ist eine Knallermeldung. Also bisher war, glaube ich, nicht. Ja? Sind wir ums Fantreffen rumgekommen, ohne Licher zu nennen, aber. Ja. Und auch, wenn wir schon bei den Sponsoren-News sind, das Taunus Wunderland ist neuer Partner des Kids Club. Ist das nicht toll? Das passt doch. Ja, ist super. Da gab es auch schon irgendwie Aktionen und so. Also, ja. Dann gab es neulich nochmal einen Artikel, wo sie halt auch ums Nachwuchsleistungszentrum. Ach, da ging es auch nochmal um diese Zertifizierung. Ah, hier, da steht es auch. Erhält der Verein den Stern, wäre das über 3 Jahre mit jährlich 25.000 Euro aus dem DFB-Fördertopf verbunden. Nur immerhin. Den Artikel können wir vielleicht nochmal in die Shownotes packen hier. Wann war das? Letzte Woche irgendwann. Genau. Dann hätte ich noch hier aus dem Jugendbereich, da hat jetzt die U17 hat mal wieder ein Spiel gewonnen. Gegen Ingolstadt war es, ja, oder? Ja. Genau, 1-0 kurz vor Schluss. Und sich damit wieder gerade von den Abstiegsrängen, glaube ich, oder aus dem Abstiegsbereich wieder entfernt. Stehen, glaube ich, knapp über dem Strich.
Gerade so, ja. Ja. Und jetzt am kommenden Samstag ist Heimspiel gegen Bayern München. Da wird die U17 ja von Miro Klose trainiert. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen, am Samstagvormittag auf den Hallberg zu fahren. Motiviert es dich? Ich denke sogar tatsächlich drüber nach, auch wenn es wahrscheinlich schweinekalt wird. Aber mal gucken, vielleicht fahre ich hin, ich weiß es noch nicht. Das ist jedenfalls, ich glaube am Samstag, ich meine um 11, ich habe es mir jetzt nicht notiert, ich glaube 11 Uhr ist da Anschluss. Müsste man nochmal nachschauen. Es ist 11 Uhr, ja. Hatte ich mir das richtig gemerkt, na siehst du. Jo, das wär's so an den News rund um den SVW. Habt ihr noch irgendwas an der Stelle? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Nö. Ja, wie gesagt, diesen einen Artikel damit über das NLZ, den können wir nochmal in die Shownotes packen, falls das jemand neulich nicht mitbekommen hat und sich dafür noch interessiert. Ja, da hätte ich noch irgendwie so ein, zwei Stichworte aus der Liga. Fortuna Köln haben wir ja schon kürzlich erwähnt. Die hatten jetzt interessante, also jetzt nicht nur, dass es bei denen sportlich jetzt gerade nicht so toll läuft, auch so im Verhältnis zwischen Fans und Verein, / Sponsoren, liegt da gerade einiges im Argen. Da hatten Fans neulich ein Transparent, ich glaube Ultras, weiß ich jetzt aber nicht genau, ich glaube, also jedenfalls wurde im Blog ein Transparent gezeigt. Was stand noch genau drauf? Irgendwas mit gegenbrauner Energie. Genau, gegenbraune Energie. Und da war auf der einen Seite, ja genau, in Cottbus, in Hambi, überall. Irgendwie, also da auf der einen Seite dann halt irgendwie quasi so gegen Nazis, das war so mit Bezug auf Cottbus. Und auf der anderen Seite irgendwie gegen RWE, wegen dieser Geschichte mit dem Hambacher Forst, Hambacher Wald, wie heißt das Ding? Hambacher Forst. Ja, ja, genau, wo der gerade abgeholzt wird oder auch nicht. So, und das hat man dann bei RWE, die auch Sponsor sind, wohl offensichtlich bei Fortuna oder bei irgendeine Tochterfirma, sind die da wohl relativ groß drin, wohl in den falschen Hals bekommen und wollte sich da nicht irgendwie mit Nazis irgendwie oder da nichts nachsagen lassen und hat da irgendwie mal ein Fass aufgemacht und dementsprechend hat dann der Verein, glaube ich, dann sogar Stadionverbote verteilt. War das nicht so? War auf jeden Fall, ging es da ziemlich hoch her und dementsprechend. Ich glaube, sie haben, glaube ich, verboten, dass irgendwelche zukünftig irgendwelche Doppel, die haben so Doppelhalter und Blockfahren verboten oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall ist da gerade richtig Stimmung und dann der Investor droht da auch mit Rückzug und sonst irgendwas. Also die haben da auch, ja, da geht es gerade tüchtig drunter und drüber bei denen. Also meine Prognose, Fortuna Köln steigt ab und Viktoria Köln steigt auf. Das wäre natürlich ein schwerer Schlag für Fortuna. Oh Mann, nee, ich habe gerade nur gesehen, die Deutschen haben ja sehr lange 2-0 gegen Holland geführt, haben 2-2 gespielt. Ist noch unentschieden jetzt ausgegangen am Ende? Ja. Aber ist, glaube ich, noch gar nicht fertig. Doch, die sind gerade. Paul marschiert gerade über den Platz. Ah. Ihr guckt nebenbei Fußball und lasst mich hier labern, okay. Ich guck's nicht. Ah, okay. Ich sehe hier 85. Minute des 2-1 und dann in der Nachspielzeit, na sowas. Naja, gut, ist ja egal, die sind kommt eher. Kommt vor. Es geht noch um die Auslosung der EM. Ach so. Was weiß ich, EM-Quali. Da gibt's, okay. Es gibt jede Menge blödsinnige Verquickungen, die keiner versteht. Naja, wie auch immer. Dann habe ich hier noch was. Uerdingen wird auch in der nächsten Saison nicht in der heimischen Grotenburg spielen, sondern auch nächstes Jahr noch in Duisburg. Die kommen da mit Umbau oder Sanierung, Renovierung. Das wird nicht rechtzeitig passieren. Und wo wir gerade bei neuem Stadion sind, in Karlsruhe, da ist jetzt alles klar, die bauen ein neues Stadion. Der alte Wildpark wird ersetzt durch einen Neubau. Da gibt die Stadt Karlsruhe 123 Millionen Euro aus, zumindest nach derzeitigem Planungsstand. Finde ich auch ganz schön mutig für einen Drittligisten, wo noch längst nicht klar ist, ob die in den nächsten Jahren wieder hochkommen. Aber gut. Habt ihr da eine Meinung zu?
Tja, man weiß ja, wie das enden kann. Ja, frag nach in Aachen, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja. Das Stadion sieht ganz cool aus, was sie geplant haben, aber ja, ob es dann dauert ja ein bisschen, bis es fertig ist. Ja, zum einen das. Und jetzt nehmen wir mal an, Karlsruhe schafft dieses Jahr auch wieder nicht den Aufstieg. Ne? Da hat es ja schon angekündigt, ab dann wird es dann wohl richtig eng. Ne? Dann ist dann auch der letzte Fallschirm oder Reserve dann irgendwie aus der zweiten Liga dann irgendwie weg. Ja, dann kann es auch sein, dass du irgendwie länger dann in der dritten Liga dann festhängst. Ne? Aber gut. Das soll damit nicht mein Problem sein. Und dann eine schöne Sache noch. Die Ultras von 1860 haben das Abbrennen von Rauchtöpfen in Münster kritisiert. Also von anderen 60-Fans wohlgemerkt. Aber offensichtlich keine von den Ultras autorisierten Rauchtopf-Abbrennen-Personen, sondern irgendwelche anderen Fans, die sich da erdreistet haben. Rauchtopf-Abbrennen-Personen. Super, das schreibe ich in meinen, muss ich mich gleich bei Tinder anmelden. das kann man sich da Spitznamen geben, ich kenne mich da mit diesen Fickbörsen nicht aus. Tiernamen wahrscheinlich, oder? Aber das wäre mein Name, ey. Ja. Vielleicht haben wir auch einen Sendungstitel gerade gefunden. Jedenfalls. Du bist also Räuchermännchen 79. Schön. Jedenfalls waren die Ultras dann auf ihre eigenen oder auf ihre Fan-Kollegen sauer, weil die wissen ja offensichtlich nicht, wie man damit richtig hantiert und es sollte nur die Ultras sollten sowas abbrennen dürfen. Fand ich auch schön. Also gut, man muss dazu schlechte Oktoberfestmusik singen, sonst gilt das auch gar nicht. Ja. Ist jetzt die Frage, ob diese Pyrotechnik ein Verbrechen war. Für manche schon. Weil es nicht von Ultras. Ja. Die müssen ja eh gucken, dass sie positiv in den Schlagzeilen stehen, weil sie ja da diesen Pinkelstress ums Grünwalder haben. Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht. Ja, genau. Okay, das wäre es eigentlich so mit den restlichen Meldungen. Die Saisonspende. Bei unserer Saisonwette, glaube ich, tut sich nichts, Micha. Ne? Blacher ist weiterhin bei einem Tor und Müller weiterhin bei null, wenn ich das richtig gesehen habe. So habe ich es auch gesehen. Ja. Aber es wird ja erst in der Rückrunde spannend, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Und Schnellbach ist auch so sensationell schlecht wieder in seiner Torquote, wie eigentlich jedes Jahr. Naja, letztes Jahr war ganz gut. Und bei uns hat er auch ein gutes Jahr gehabt. Naja, meine Saisonspende jedenfalls, da hat mich allein dieses Spiel in Köln, glaube ich, 19 Euro gekostet. Mit 7 Tore mal 2 und dann noch 5 Euro extra für ein Tor von Moritz Kuhn, schon das zweite in dieser Saison. Aktueller Stand insgesamt 96 Euro für einen noch zu definierenden guten Zweck. Und wenn du jetzt noch für Ditgen bezahlst? Nee. Der kann nächstes Jahr da meinetwegen, aber jetzt die Trainer reinlabern müssen. Ja, das stimmt. Jedes Tor von Ditgen und der Trainer gibt einen Fuffi. Komm, dann sag ich, gebe für jedes Tor von Ditgen 5 Euro. Sehr gut. Das schreibe ich doch gleich mal auf. Dass ich dem Trainer nicht erzählt habe, auf was ich letztes Jahr gewettet habe, das hätte ich eigentlich mal machen müssen. Pro Tor von Ditgen 5 Euro. Also in der Euro. Liga. Testspiele nicht. Hessen-Pokal? Hessen-Pokal ab dem Halbfinale, kommt doch als nächstes. Ja, das ist da gegen Dreieich. Gut, die haben einen guten Scout, gell. mein Mann ist er. Ja, komm dann ab, also jedes Pflichtspiel bis Saisonende. Okay, pro Pflichtspiel Tor ist notiert. Und bei der Jana sind, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, am vergangenen Wochenende wieder 3 Euro runterbekommen. Da gab es ein paar Tore von Ex-Wenen. Die steht noch bei 87 Euro, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Aber du kannst uns da gerne auf dem Laufenden halten, liebe Jana. Gut. Ich hier eigentlich, ist mir gerade eingefallen, wer auch noch in meine Gang kommt. In deine Gang? Wer kommt da noch rein? Ja, ich habe noch jemanden für meine Gang. Die Mama von Rüdiger Rehm kommt in meine Gang. Ja.
Weil ich weiß gar nicht mehr, worum es dann später ging, irgendwas, was er in einem Interview gesagt hatte, aber er leitete das ein mit der Erklärung, dass seine Mama ihm kürzlich alte Artikel über ihn mitgebracht hätte. Das finde ich super. Die macht die Buchhaltung in unserer Gang. Ja, Wenn sie Sachen aufheben kann und ordnen, dann ist die genau, die hat wohl irgendwie alles super. aufgehoben und ich habe dann gefragt, ob sie alle seine roten Karten sortiert hat. Sich die alle vom Schiedsrichter geben lassen. Ja, genau. Ja. Das wäre doch eigentlich auch mal geil. Mal, überleg mal, wenn so Leute nach dem Hattrick den Ball mitnehmen dürfen, warum darf man nach dem Platzverweis nicht die rote Karte mitnehmen? Eine Match-worn Red Card. Das ist echt nicht warm, ey. Ja. Gut, dann Egal, für zu weit. habe ich aus der Rubrik Ehemalige noch ganz kurz einen Satz zu Michael Akoto. Der ist ja bei Mainz 05 in der zweiten Mannschaft. Hatte da am allerersten Spieltag mal spielen dürfen, dann lange nicht. Und jetzt kürzlich, da war es, glaube ich, dann schon, was war es denn? Ich glaube schon der 13. Spieltag oder sowas, gegen die zweite Mannschaft von Freiburg durfte er erst endlich mal wieder spielen und hat eine gelb-rote Karte gesehen. Ah, das ist, glaube ich, nicht das, was man unter Chance genutzt versteht. Schade, also. Ich habe ja nichts gegen ihn. Ich wünsche ihm da eigentlich alles Gute, aber bis jetzt, nein, na, gar nicht, also wirklich nicht. Das sollte jetzt auch nicht hämisch klingen. Es ist bloß gerade irgendwie echt blöd gelaufen, glaube ich, für ihn. Mal gucken, wie es dann in der Rückrunde läuft. Ich habe ja nichts gegen ihn, aber blöd war es schon. Ja, sorry. Sorry, Michael, falls du uns hörst. War nicht so gemeint. Und ich weiß, dass er bei uns zuhört. Nein, weiß ich nicht. Okay. Hat uns seine Mutter erzählt. Ja. Wenn wir jetzt keinen Quatsch machen, schaffen wir es diesmal unter der 2-Stunden-Marke zu bleiben. Wir haben noch die Hassrubrik offen. Wer von euch möchte denn diesmal was hassen? Also ich hätte was. Ja, bitte. Ich bin knallermüde, aber vielleicht kriege ich es irgendwie doch noch einigermaßen hin. Diese Pyro-Diskussion, die jetzt irgendwie wieder aufgeflammt ist. Aufgeflammt, sehr schön. Ja, da kommen gleich noch ein paar so Knaller. Pass auf. Ein paar Knalle. Die gehen mir so auf die Nerven. Weil Okay, sorry, erzähl weiter. Das ist ja jetzt richtig heiß geworden. Aber die lustige Hassrubrik. Es ist aber auch viel Jetzt die Lärm, viel Wortspielrubrik, Rauch um genau. nichts, oder? Okay, Genau. ja. Und wir Jetzt sollten sind die schon dem alle weg, das ist auch doof irgendwie. Ist auch Dagobert so nicht. Bescheid sagen, der wird das lieben. Ja. Okay, also die Pyro-Diskussion. Die geht mir so auf den Sack und zwar von allen Seiten inzwischen. Also, wie ich zur Pyro stehe, weiß jetzt, glaube ich, inzwischen echt jeder, der hier einmal zugehört hat, dass ich das für absoluten Schwachsinn halte. Aber alle, die es mit mir halten, sozusagen, die gegen Pyro sind, stellen sich als komplette Vollidioten raus. Also, dass der DFB da schon völlig doof reagiert hat, immer mit seinen Kollektivstrafen am Anfang und so. Aber jetzt gab es noch so einige Kommentare, wahrscheinlich habt ihr die meisten auch gelesen. Da habe ich wirklich zu viel gekriegt. Also von wegen, man muss Wasserwerfer da rein, wenn Oh ja, das war irgend so gut, ein ja. Ding brennt und so. Ey, wer kommt denn auf so eine Scheiße, bitte? Ja. Also ich möchte auch gar nicht auf der gleichen Seite stehen, wie Leute, die sich sowas ausdenken. Also Wasserwerfer rein und steckt die doch einfach alle ins Gefängnis. Und dann, was wir vorhin jetzt bei dem HSV-Spiel hatten, wir es kurz angedeutet, dass das vorm Abbruch stand. Und da habe ich später auf Facebook gesehen, dass der Wiesbadener Oberbürgermeister während des Spiels auch schon so, ich will sofort nach dem ersten Bengalowitsch das abbrechen. Und denkst du, Alter, wie doof bist du eigentlich? Der Micha hat es ja vorhin angedeutet, dann stelle ich mich doch einfach mit dem Bengalo in die falsche Kurve und zack, gewinnt meine Mannschaft jedes Spiel. Ja, dann geht es ja nur noch darum, wer nach dem Anpfiff schneller das Ding anzündet. Also so, was für saudumme Vorschläge. Und mit solchen Leuten soll ich Seite an Seite kämpfen gegen Pyro. Ey, wie soll denn das funktionieren? Das ist einfach nur blöd. Und dann schrieb er auch noch irgendwas von zwei Schwerverletzte. Ich habe was von zwei Schwerverletzten gehört, was sich am Ende auch komplett gar nicht bewahrheitet hat. Was bei unserem Pokalspiel? Ja. Oh Gott. Da hat kein Mensch später irgendwas drüber gesagt. Ich habe extra nochmal die Polizeimeldung geguckt oder so, ob irgendwo was war. Aber sowas dann rausblasen und das hilft alles der Sache überhaupt nicht. ja. Und das Schlimme ist ja, wenn man das mit Pyro-Ding mal halbwegs nüchtern betrachtet, dann haben die Leute, die für Pyro sind, wirklich
keine Argumente in dem Sinne. Und die dagegen haben eigentlich gute Argumente. Aber dass jetzt einfach beide nur noch doof vor sich her irgendeinen Mist erzählen, das verstehe ich nicht. Und das gipfelt dann auch teilweise in dieser absurden Diskussion, das gehört zur Fankultur oder das gehört nicht dazu. Also das ist Peter Beuth, der ja auch diese super Idee hatte mit sofort ins Gefängnis und so. Der hat ja gesagt, das gehört nicht zur Fankultur. Dann lese ich heute irgendwo einen Kommentar, weiß gar nicht mehr wo, Rundschau oder so. Das gehört zur Fankultur. Warum kriegen die Leute das nicht hin, das einfach zu raffen? Für den einen gehört es halt warum auch immer dazu und für den anderen warum auch immer nicht. Ist das irgendwie so schwer zu raffen? Das macht mich so fertig im Moment. Das, ja. Das macht ja auch nichts besser. Diese Diskussion, die wird ja immer verfahrener. Dadurch wird ja überhaupt nichts besser. Was halt auch sehr ätzend ist, dass halt so den Dialog, den es ja schon mal gab vor einigen Jahren zwischen DFB und Fanvertretern, der ist ja halt auch schon wieder komplett eingeschlafen oder vom DFB abgebrochen worden, glaube ich eher. Da gab es ja auch schon mal, dass zum Beispiel bestimmte Bereiche hast im Stadion, also halt jetzt nicht mitten im Block zwischen den Leuten, sondern halt vielleicht davor, wo kontrolliert meinetwegen Pyro gezündet werden darf oder auch diese sogenannte kalte Pyro, die gibt's glaube ich in Dänemark gibt's da glaube ich oder war es in Schweden oder jedenfalls irgendwo in Skandinavien gibt's das, ist sie glaube ich erlaubt. Ja, siehste, da geht's nämlich auch schon wieder los. Das wird nämlich auch immer erzählt, weil bei Brøndby, weiß ich ja, die haben ja, da hat ja irgendwer so angefangen, so eine Fackel zu entwickeln, die eben nicht ganz so heiß wird. Und es wird immer hier so gesagt, ja, das ist in Dänemark, gibt's sie doch, die ist doch nicht so heiß. Ich habe da mal nachgefragt, die ist noch nicht mal zugelassen da. Wird immer noch getestet und so. Ist noch im Testbetrieb, aber okay. Die hat einfach noch nicht die offizielle Zulassung für ein Stadion. Mhm. Also da wird ja auch viel Quatsch dann rum erzählt. Ja, ja. Und so, dass es bei dir auch so ankommt, als wie, ja, das machen die doch schon. Ja, das stimmt halt also ich nicht, ne? Bin auch tatsächlich, ich bin da jetzt relativ laie, ich habe auch nur so das eine oder andere, was ich halt so aufschnappe. Also das ist genau so ein, so ein gefährliches Halbwissen. Ja, ja, ist schon richtig. Aber zumindest, dass man da mal im Gespräch ist und dann eine Lösung. Ich meine, die Frage wäre dann natürlich dann auch, ist es dann für die entsprechenden Leute dann noch spannend genug, wenn du es plötzlich halt darfst, irgendwie vor dem Block zu stehen und deine Fackel hochzuhalten? Macht das dann noch Spaß oder macht es halt nur Spaß, wenn du halt irgendwo, keine Ahnung, dich vorher unter deinem Banner versteckst und dann dahinter dann dein Zeug zündelst und du hast halt da deine schwarze Maske über, dass man dich nicht identifizieren kann, ob das halt nicht einfach auch der Reiz des Ganzen ist? Weiß ich nicht. Ja, das glaube ich schon auch. Da muss ich ja sagen, wenn ich sage, irgendwie so Pro und Contra und es gibt für Pro eigentlich kein gescheites Argument, weil gehört halt dazu und war schon immer so, war ja noch nie ein gutes Argument. Da muss ich sagen, das einzige Mal, dass ich Pyro so halbwegs aus einem Grund ein bisschen witzig fand, war ja beim DFB-Pokalfinale 2017, weil der DFB da ja vorher so rumkrakeelt hat mit hier und da müssen die Vereine drauf achten, dass das nicht ins Stadion kommt und so und dann waren sie selber Ausrichter und selber dafür verantwortlich, was so ins Stadion kommt und was nicht und es passiert halt wieder. Ja. Naja. Das ist dann halt der Moment, in dem sie dann auch mal merken könnten, so ja, Kollektivstrafen sollen wir jetzt hier unsere eigenen Spiele einfach zu Geisterspielen machen, so ja, dass es so halt nicht weitergehen kann. Ja. Aber aber ich will auch nicht mit Leuten, die eigentlich gute Argumente haben, von denen will ich nicht so eine Scheiße hören. Echt, das nervt richtig. Und dann auch immer so dieses, da wird auch immer gleich so verglichen, so, ach ja, aber Pyrotechnik ist das große Problem oder was, wenn es umsonst was geht. Ja, so, ja, so dieser Whataboutismus. Ja, aber ihr regt euch ja nur über Pyro auf. So, und dann auch ja, so immer dieses, ja, das eine Mal ist es dann gute Pyro, weil es total stimmungsvolle Bilder sind und das andere Mal ist es schlechte oder was. Zeig mir doch mal den, der an der einen Stelle das so sagt und an der anderen so. Weil wenn es darum geht, Journalisten oder Kommentatoren, da hast du auch den einen, der vielleicht dafür ist und der andere ist dagegen und das wird dann entsprechend kommentiert. Zeig mir doch mal einen, der das wirklich an der einen Stelle sagt, ach, so eine schöne Stimmung und an der anderen hier schlimmen Idioten alle raus aus dem Stadion. Naja, da diese eine Nase da von der ARD, wie heißt der noch gleich, der doch auch beim Skispringen, da fand das doch immer ganz toll, ja. Tom Bartel ist ja gut. Den. Tom Bartel, so der hier, Steffen Simon ist auch so ein Vogel. Naja. Gut, es gibt ja eigentlich kaum einen Moderator oder Kommentator, der das sagt, oh schön. Also sie sagen ja eigentlich alle. Ja, aber so wird's doch immer erzählt, ja, aber an anderen Stellen findet ihr das doch total schön. Sie so, ja, also wer denn, ja, wo denn, ne? Also ich finde halt generell dieses, also alles, was einfach nur brutal qualmt, finde ich halt asozial. Und wenn halt der Block so voll ist und man da dann wirklich so eine heiße Fackel hat, ist halt einfach gefährlich. Was ich ganz cool fand, war, als die Magdeburger bei uns waren, die haben doch diese, oder war das bei uns? Doch, ich glaube, die haben diese Knick, diese Blitzlichter, oder die fand ich ziemlich geil, wo so ganz schnell ganz viele. Das stimmt, ja. Was ist denn das eigentlich genau? Ich weiß es auch nicht, aber das fand ich ziemlich cool.
Und ja, ich meine, den Hamburgern hätte ich halt auch schon mal eins vorher gesagt, so noch einmal und dann war es das. Aber das lag ja dann auch am Schiri, dann Ja, ist halt auch genau, nervig, wenn das das. ist es nämlich auch, weil die Schiris interpretieren das ja auch für sich anders. Also es hätte wahrscheinlich Ja, Schiris gegeben, und die ich hätten das meine, auch einfach ich durchlaufen lassen. fand es auch cool, dass es so jetzt dann unterbrochen hat. Ja. Hätte man vielleicht noch einmal vorher machen können, aber zumindest hat es ja das auch dann beendet, ne? Und ist halt die Frage, wie viel Warnschüsse es dann einfach braucht, ne? Und ich glaube, die Hamburger haben sich halt auch einfach einen Spaß draus gemacht, weil sie dann wissen, in der Bundesliga gibt es sehr viel mehr Kameras und haben das einfach mal ein bisschen ausgenutzt, ne? Deshalb, ich glaube, es war doch auch bei diesem Finaltag der Amateure auch so brutal mit dem ganzen Pyro, weil sie da einfach, ja, da jeder sich dann auch mal ins Rampenlicht. Und es geht ja auch eigentlich nur darum, dass du es, dass es eigentlich verboten ist oder dass es halt verboten ist und dass du es dann als Gruppierung schaffst. Mehr ist es doch nicht. Wenn es erlaubt wäre, dann müsstest du, klar, könntest du es als Choreografie nutzen und so, aber dann ist es halt auch nicht mehr das Rebellische oder das hier scheiß DFB-Gedöns, ne? Ja, wahrscheinlich. Also Aber von daher. irgendwo war doch auch ein Kommentar, der gesagt hat, ja, gibt's doch einfach frei. Wo ich mir denke, ja, am Arsch gibt's es frei. Dann Nee. stehe ich da in irgendeinem Block, aus dem ich Ja, nicht rauskomme und genau. werd da vollgeraucht und dann ist Nee. freigegeben, dass die mich da irgendwie vollqualmen. Dann ist aber auch was anderes freigegeben, das sage ich dir, ja. Ja, also ich bräuchte das auch nicht. Also das ist, ich stand auch schon ab und zu mal relativ dicht daneben bei irgendwelchen Spielen und das ist ätzend, wenn du da so in diesen Rauchwolken dann da stehst. Ich meine so diese Ja, aber guck mal, die Leute, die sich jetzt da für unsere, in diesem Sinne unsere Belange einsetzen, die knallen doch auch voll durch gerade. Ja, klar. Also ich meine da die Diskussion, ich Das meine nervt. vor allem die öffentliche Diskussion ist in den meisten Fällen sowieso für den Arsch. Es hilft nur was, wenn tatsächlich irgendwie halbwegs vernünftige Vertreter von beiden Seiten sich mal zusammensetzen und überlegen, wie kann man es lösen. Ja, Beispielsweise durch Schwachsinn jetzt zu halt, finden, ey. ja. Ich meine, du hast auf der DFB lange Zeit so diese Hardliner-Geschichten da gehabt, pauschal gegen alles und alles Verbrecher und mit euch brauchen wir gar nicht mehr reden. Und dann hast du aber auch auf der anderen Seite halt häufig so Knallköppe. Ja, es ist schwierig. Und wenn es dann halt so die entsprechenden Initiativen gibt, ob die es dann halt auch noch durchkriegen, wenn man, keine Ahnung, theoretisch. Lass mal annehmen, sie einigen sich drauf. Es gibt einen kontrollierten Bereich oder was ich jetzt vielleicht mal in ein, zwei Stadien wird das mal getestet. Es gibt einen kontrollierten Bereich vorm Block, ne, irgendwie vorm Zaun oder sowas. Da dürfen zwei Leute dürfen dann da was abbrennen, meinetwegen. Vorm Spiel und was ich meinetwegen noch mal in der Halbzeit oder was weiß ich was. Ob die das dann halt, ich sag mal, in der breiten Gruppe dann durchgesetzt kriegen, dass die sich ja tatsächlich daran halten. Käme auf den Versuch an, ne? Das wär ein Versuch wert. Ja, Ja. aber dann auch, die sollen halt die Sachen einfach aber auch bestrafen. Gut, jetzt ist natürlich die Rechtslage, du kannst natürlich die Leute nicht ins Gefängnis stecken dafür. Andererseits kann man natürlich auch diese Fackeln mal grundsätzlich ja auch mal richtig verbieten, weil wenn die jetzt jemand findet am Eingang, da passiert dir ja nichts. Die werden dir nur abgenommen, die Dinger, oder? Also, Ich weiß es nicht, wenn ich das habe das noch nie passiert, erlebt. du darfst die warum auch immer ja haben. Also, das stand auch wieder in so einem Kommentar so, ja, so eine Fackel wird ja erst schlimm durch denjenigen, der sie dann da in der Menge zündet. Das ist ja wie so ein Küchenmesser, wo ich mir aber denke, ja, ein Küchenmesser, das brauche ich aber auch in meinem täglichen Bedarf Das zu Hause. Das nimmst du aber auch nicht mit ins hat einen Sinn. Stadion. Nein, ich bin aber auch kein Schiff in Seenot, ja. Also, Ja. ach, das nervt mich einfach Ja total gut, gerade. das ist Quatsch und es wird auch in Deutschland wahrscheinlich nie aufgrund der Brandschutzbestimmung irgendwas in die Richtung geben. Und das glaube ich einfach nicht. Sei denn, man entwickelt tatsächlich irgendwas, was dann einfach nur einen coolen Lichteffekt macht, aber halt nicht heiß ist und qualmt, aber ist Ja ja gut, nicht ich sage mal, die. wenn das jetzt in einem kontrollierten Bereich wäre, was ich, Feuerwehr ist informiert, steht man einmal daneben oder keine Ahnung, was auch immer, oder mit einem Feuerlöscher. Nein, du musst da dann die komplette, du hast da dann eine Hausordnung, du hast so eine Sicherheitsbesprechung, eine Gefahrenabwehr, du musst ja alles komplett ändern. Und es gibt ja dann auch einfach Sachen, die halt draufstehen, die du nicht mit ins Stadion nehmen darfst. Und klar, dann müsstest du da Ausnahmen machen und ich weiß nicht, wie du das dann irgendwie alles Ja durchkriegst. gut, es gibt ja auch, keine Ahnung, es darf ja dann auch ein Megafon und eine Schwenkfahne und drei Doppelhalter darfst du ja auch mit Ja. reinnehmen. Da gibt es dann auch Leute, Einzelne, die das dann halt eben entsprechende Erlaubnis dann dafür haben. So Dann könntest du ja dann auch den einen Pyrobeauftragten geben, der da halt kommen darf mit drei Fackeln. wie so ein Das sehe ich so Fahnenpass, perspektivisch als meinen Job. wie so ein Fahnenpass, dann den Pyropass.
Ja, genau. Und schön. Ihr Pass? Oh, der ist verbrannt. Ich bin hier zu heiß. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht da jetzt der Mediator, der das dann irgendwie versucht hat zu vermitteln oder sowas. Aber das ist das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte, worauf man sich überhaupt nur theoretisch einigen könnte. Und dann wäre halt noch sehr die Frage, ob das irgendwas bringt. Aber gut. Ich wollte es auch gar nicht inhaltlich diskutieren. Es ist ja einfach, wie das da gerade zugeht, nervt mich ehrlich gesagt sehr. Und ja, inhaltlich kann man das übrigens sehr gut auf Twitter, wenn man da mal was gegen Pyrotechnik sagt, da holt man sich Knallköpfe ins Haus, das ist der Wahnsinn. Wenn das ist wie die Regionalliga Bayern, macht das mal, ist Spaß. Okay. Kann man das kombinieren? Pyrotechnik in der Regionalliga Bayern, dann explodiert aber auch das Universum direkt mit. Illertissen spielt international und jetzt gehen wir. Da steht da so ein Mann mit der Fackel und ja, wird hoffentlich abgeführt. Ja. Aber er singt dabei. Illertissen zündelt international. Ja. Er hustet dann noch so eine Melodie am Ende. Das wäre natürlich auch ein schöner Sendungstitel, ne? Ja. Illertissen zündelt international. Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Als Rausschmeißer habe ich noch zwei Zahlen für euch. Und zwar gab es jetzt in den beiden Pokalspielen, die wir diese Saison hatten, offiziell 21.144 Zuschauer in der Britta Arena, während in bisher 8 Ligaspielen gerade mal 17.568 Leute da waren. Was lernen wir daraus? Wir sollten mehr Pokal spielen. Wir sollten jedes Ligaspiel angehen, als wäre es ein Pokalspiel. Was nehmen wir damit? Ja gut, die Sache ist, wenn wir den HSV geschlagen hätten, hätten wir es in der Liga nicht mehr geschafft, die Pokalzuschauer einzuholen. Richtig. Wir nehmen mit, gut, dass wir ausgeschieden sind. Dann wäre noch die Frage, keine Ahnung, wenn du dann, hättest du dann auch noch was wäre das dann? Achtelfinale, hättest du das auch noch in der Britta Arena gespielt? Wenn dann Dortmund kommt oder sowas? Ja, klar. Keine Ahnung. Gegen wen spielt in Hamburg jetzt? Gegen wen sind die gelost worden? Gegen Nürnberg? War das Nürnberg? Ja, irgendwas nicht so spektakuläres, glaube ich. Oh, Nürnberg wäre auch ein cooles Gelos gewesen. Ja, die hätte ich ja eigentlich gerne lieber letzte Runde gehabt. Ja, naja, gut, okay. Hinfällig. Hamburg mit einem Heimspiel gegen Nürnberg, ja. Mhm. Okay, gut, dann war es das für dieses Mal. Wir hören uns wahrscheinlich noch einmal vor der Winterpause, würde ich mal sagen, oder? Ja, das sollte man noch schaffen. Wir versuchen es. Ja, Mitte November, also. Ja, so vielleicht so nach dem Spiel gegen Osnabrück oder sowas, das wäre doch ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen und dann gucken wir mal, wie wir bis dahin dann so stehen. Also, dann macht's gut, liebe Hörer. Empfehlt uns weiter. Lasst uns irgendwie ein Sternchen da oder ein Like und lauter so ein Zeug. Macht's gut, bis dann. Tschüss.